Werden zuletzt die Goblins eingeschüchtert, da wir sind, und den Oger und was war das andere eigentlich? Ork? Oder die zwei beim Bumsen erwischt. Das waren die letzten Sachen. Wir haben schon die Kritjanki getroffen, denen wir das Artefakt genau, wie man hier, haben das hier gelootet. Und wir sind so ein bisschen hier am Chillen. Jo, ich denke, das sollte hoffentlich alles. Muss mal wieder das Zeug besser machen. Sollte hoffentlich alles passen. Achso, da unten ist auch der. Überall in jeder Ecke ist auch was, ne? In jeder verdammten Ecke ist irgendwas. Können wir es da hochschieben? Würde ich sagen. So, und stimmt, und wir hatten über hier das Ogre-Trio-Dings überzeugt. Erstmal haben wir hier noch den Helm rausgekriegt. Drei Züge lang Wucht. Was war Wucht nochmal? Was schneller ist, ne? Wucht ist. Dringlichkeit sogar anspielen, wegen des halbetrauen Kreatur restlichen Dauer erhöht. Ist unseres. Nicht ganz so wichtig, aber whatever. Wir könnten aber. Ups. Können aber. Hier zum Beispiel. Die Haube wird bei allen scheiße aussehen, aber sie gibt halt einen Vorteil auf Geschicklichkeitsrettungswürfe. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir ihr die Haube geben. Das sieht halt einfach scheiße aus. Okay, sie hat sogar was. Was hat sie denn da? Bringt das irgendwas? Ausbruch von Schattenherz, einfach nur ein Diadem. Wird es dir geben? Wow. Ja, ist halt so, ne? Wer Vorteile haben will, muss scheiße aussehen. Und wir waren auf dem Weg, den Druiden zu retten. Wir hätten da doch runtergehen können, wären direkt da gewesen von da oben. Wenn wir da runtergepodelt hätten. Du hast Würfe. Ich habe meine Zauberplätze. Du hast Würfe. Du hast nicht mehr so viele Zauberplätze, sind wir ehrlich. Aber alle anderen haben ihre Ressourcen noch. Jede Menge Lagervorräte. Sachen, die nichts wert sind. Bronzefass ist auch nichts wert. Auch nichts wert. Oh. Ist einfach nur Kisten. Was geht denn hier schon wieder ab? Look what we got here. Another little birdie Nee. wanting to fly. Ich will eigentlich nicht fliegen. Stop the thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Ich will kein Ärger, ich will nur hier lang gehen. Funny. That's what our birdie wanted. Release me this instant, you beasts! Unless you want to join him up there, you best pay the toll. Tough it up! 1000 Gold! The symbol glows. Power courses through you. Authority. Ich könnte es jetzt damit benutzen, ne? Hier wieder mit dem Elitid und Weisheit. Gedanken wahrnehmen. Ich glaube, das macht nichts kaputt, oder? Wenn ich die Gedanken wahrnehme. Und ich hätte gerne den Bonus, weil Bonus. Was? Tschüss. That's a lot of coin, I think. Der Preis ist absurd, das wisst ihr genau. You want to haggle? Fine. The price just doubled. How do you like that? Fünf.
Er kann nicht rechnen. Wie gut. Okay. Die Goblin die höhere Summe zahlen. Good choice. Now clear off. If I see you here again, no price will save you. Mhm. Okay. Aber wir haben unser, ja, wir haben unser Tiersprech noch. Können wir mit dem Wurg reden? Back again. Was? I gave my last bloody warning already. You got a death wish, I reckon. Nee, ich wollte mit dem Wurgen reden. Ich wollte doch hier durch. Der Deal war doch, dass wir hier... Stop! I give up! For mercy, please! Ich habe nichts getan. I know things. If you let me live, I'll make it worth your while. I promise. Hä? Nee. Okay. My lot are kept nearby. I can get you inside. No hassle. You can loot it, do whatever. What? Er verkauft sein ganzes... Past the bridge into the camp. Over to the side, before you reach the first guards. Easy. Okay, der ist gerade von gegangen. Das ist irgendwie schräg. Lauf, komm, bevor ich mir anders überlebe. Ist nicht einverstanden. Oh. Apologies. And, bye. Hä? What happened? Ist plötzlich alles explodiert und jetzt ist wie es ist. Achso, wir hatten hier übrigens noch Sachen prepared, die wir... Oh, wir haben jetzt zwei frei, lol. Heilendes Wort. Beistand. Trefferpunkt Maximum erhöhen. Tribut verbessern. Schützendes Band. Schutz vor Gift. Emotionen besänftigen. Schwache Genesung. Person festhalten würde ich gleich mal mitnehmen. Segnen. Angriffswürfe und Rettungswürfe. Achso, hier und Wunden erzeugen. Alter, die viele Zauber. Holy fuck. Aber eigentlich wollte ich, dass sie sich selbst wahrscheinlich vor allem die Wunden heilt. Du musst mal durchschnaufen. Und du hast aber keine Heal-Option, oder? Du kannst ja mit Tieren sprechen aktivieren. Aber... Hast nur einen Zaubertrank. Ich habe nicht mehr eine Ahnung, was passiert ist, wie gesagt. Ich wollte eigentlich nur in dem Waage reden. Ja, wir hören ja das Help, Help. Holzluke? Oh. Fackel? Bitte was sehen. Oh. Da ist eine schwere Truhe. Athletisch plus 1. Athletisch plus 1 und das ist es. Wenn der Träger im Kampf Sport oder ähnliche Aktionen ausführt, erhält er 3 Blitzladungen. Ich glaube, die gebe ich mal einem unserer Waifu-Damen hier. Ist das schwere Rüstung? Nö. Verrottetes Brot. Nope. Ein Rucksack. Rauchpulver. Okay. Moment, da ist noch mehr auf dem Boden. Beauty Sack. Verrottete Karotte, irgendwelche Klamotten, irgendwelche anderes altes kaputtes Zeug. Ein Flaschenregal. Was bist du? Also du bist ein leeres Flaschenregal. Noch ein Jutesack. Ja. Okay. Wie sind wir reingekommen? Ich dachte, ich kann hier noch irgendwas machen, aber es ist einfach nur ein fucking Keller.
will hier mal die Leiter benutzen. Also ich brauche wieder den Fackel nicht mehr. Tierkadaver. Feuerasche. Kann man anmachen. Wie stoppe ich das denn? Ist nichts zum Ausmachen? Hm. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Also ich würde wirklich gerne helfen, aber ich weiß wirklich nicht wie. Moment, da unten irgendwo? Ich will nicht mit irgendjemandem reden, danke. Okay, hier kann ich nicht weiter hin. Achso, da. Ist ein Hebel. Bremse lösen, Bremshebel. Ich hätte gedacht, ich muss eher aushaken anstatt bremsen, aber. Ja, jetzt sei doch nicht so ungeduldig, Alter. Wir retten dich gerade. Ich muss mal gucken, wie das hier alles abläuft. Was springt für mich dabei? Ihn hängen lassen. Tschüss. Du bist ein Arschkeks. Wobei, nee, ganz so arschig sind wir nicht. Come on! What are you waiting for? Na gut. Weil er gequält wurde und wir auch so klein sind. Oh, Baga Kamara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. Ich hab irgendwie, das ist Barkus Brood, ich hab irgendwie grad, aus irgendeinem Grund gerade Barkus Rex gelesen. Kleiner Ausgleich wäre angemessen. As expected. Coercion by the book. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. Das ist ja auch direkt über den Underdark. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. Hmm. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. Das bin natürlich leid. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, was war denn das für eine Geste dazu? I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Oh, was ein Scheiß. Wo soll ich meine XP-Leiste? Da oben, ne? Glaube ich. Hütenbesetzter Schild erstmal mitnehmen. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Okay, wieder Schmerzen, das häuft sich langsam. We should keep moving. Okay, was ist mit der Statue? Warum passiert das immer wieder? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Hm. Ja, das dachte ich mir auch. Ich weiß auch ungefähr so viel, wie du weißt. So, wir müssen wahrscheinlich hier rein und das ist wahrscheinlich das Goblin-Lager, I guess. Und es gibt einen Seiteneingang, den wir inzwischen kennen. Achso, ja, das war der Warnungscheck. Genau, den wir alle verkackt haben. Was?
Den Weg hatte ich nicht erwartet. Achso, ja, das ist der. Der pennende Grottenschrat. Faulte Hühnereier, Feuerwasser, Holzkiste, Holzkoffer. Ist hier noch irgendwas Spannendes drin? Ich glaube nicht, oder? Eine Halskette. Ist zumindest zum Verkaufen ganz nett. Moment, wie kann man Sachen zu Waren hinzufügen? Gibt es hier eine Kurztaste? Wenn man Sachen verkaufen will? Optionen. Tastenbelegung. Charakterbeschriftung, Charaktere, Eingabemethode, Feld 1, Feld 10, 11, 12. Gegenstand nach links drehen, nach rechts drehen? Was? Gruppenmodus wechseln. Hauptangriff vorbereiten, interagieren, klettern, ausschalten, Kontextmenü, kurze Rast. Nächsten Charakter auswählen, Ping, Tooltip, verstecken, Video überspringen, frühen Charakter öffnen. Chemie, alle Gegenstände aus Behältern nehmen. Aus dem Kampf fliehen, Benutzeroberfläche, Charakterbogen. Fenster schließen, Gruppenfenster halten. Um Stapel zu teilen, umschalt links. Elitidenkräfte ist B. Aha. Infos, Inspiration, Inventar und Ausrüstung, Karte, Reaktion, rundenbasiertes. Schleichkegel anzeigen, Schleichmodus, Schnellladen, schnell speichern, Stoßen, Tagebuch, Tote werfen. Ui. Ja, nee, gibt keine Kurztaste. Um Sachen zur Wahl hinzuzufügen. Das führt halt dazu, dass wir es nicht benutzen werden, glaube ich. Wer bist denn du eigentlich da drüben? Hallo Goblin Spurenleser. Wo sind her? Nee, du hast nur hier den Eingang bewacht, oder was? Und da wir euch eingeschüchtert haben, gehst du uns nicht mehr auf den Sack. Okay. Auch fein für uns. Glaube ich. Zu seltsamen Reitern der Gegend, was? Das damit diesen Brief ist verblasst, aber dein Papier deutet darauf hin, dass es sehr alt ist. Werte Mitbürger, denn Mitbürger sind wir, ob es euch gefällt oder nicht. Ich drucke mehrere Kopien dieser Nachricht und hänge sie in dieser Region aus zu nicht unerheblichen Kosten, weil ich mit wachsender Sorge und Beunruhigung die Anwesenheit seltsamer Reiter in dieser Gegend beobachte. Viele von euch werden sie gesehen haben. Sie trampeln durch unsere Wälder und Städte unter dem Deckmantel, sie seien auf Patrouille. Sie sagen, sie seien Wächter von El Turel geschickt, um die Grenzen der großen und heiligen Nation El Togard zu schützen. Lasst euch nicht von den glänzenden Rüstungen oder den edlen Rossern täuschen. Ich habe nie von einem El Togard das Knie gebeugt und ich habe nie irgendeinen metallenen Hofnarren eingeladen, neugierig über meinen Gartenzaun zu blicken. Okay, spannend. Den lassen wir pennen. Soll er pennen, wenn er will. Da haben wir genau die erwischt. Hier gibt es wieder ein mysteriöses Loch. Da kann man looten. Seltsames Buch. Krummsäbe, Öllampe. Glänzen, als seien sie häufig gerieben worden. Dich nehme mit und dich nehme mit. So, was bist du für ein seltsames Buch? A scholar after my own heart. Das ist ein Buch, wo man was reinmachen kann. Sehr nice. Or maybe a bit of a drinking problem. A drinking problem. Sind wir wieder an der Brücke? An der waren wir schon mal. Da hat man sogar eine Zwischensequenz. Ist das die Brücke, die er meint? Kann man nämlich hier runterklettern und hier rein. Frage ist, wie ich erstmal hinkomme. Okay, ich kann hier nicht zu sehr drüber scouten. Ich darf nicht zu sehr darüber scouten.
Ich glaube, hier müssen wir lang. Zerstörten Dorf links abbiegen. Das haben wir nicht gemacht. Denke ich. Das ist mal nach Norden ausgerichtet. Wir müssen hier drüben raus. Ein Stück. Oh, Honig! Honigwabe. Läuft. So. Wermut. Wir brauchen eigentlich aktuell keinen Wermut. Ist das das, wo wir hier abbiegen und dann den Eingang vom Goblin-Lager umgehen? Juhu! Und ihr alle drei habt es geschafft, ja? Ich habe den Wahrnehmungstest verkackt und ihr habt es alle drei geschafft. Na super. Aber Loot. Loot ist Loot. Na, 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 na. Da, 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 Loot. Na, 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 na. Okay, das sind auf jeden Fall Goblins. Irgendwie müssen wir da rein, ohne dass die uns allzu sehr auf den Keks gehen. Haben wir eigentlich noch. Wir haben keine Short Rests mehr. Ich geh mal da angucken. Weil ich glaube, da drüben geht's direkt rund. Wo geht's denn hier noch hin? Sieht auch mal aus nach einem Schleichweg, wenn wir ehrlich sind. So, hier mit dem rüber. Bevor wir das aber machen, geht's denn hier überall noch hin? Yo, what? Okay. Hier war, glaube ich, doch gerade. Die Kamera nicht so gut bewegen. Genau, hier ist ein Übergang. Ach so, das war doch Volus. Ach, dammit, da wollte ich hin. Geh mal hier hoch, Leute. Das habe ich nicht mitgenommen. Jetzt mal beim Neuladen. Dammit. Oh. Hallo, Goblinos. Goblin Adlerauge, Goblin Krieger. Aber euch habe ich alle einge. Stimmt, das war hier hinter denen. Die habe ich einfach nur überzeugt, mir dann wieder abgehauen. Habe den Rest ignoriert. Aber den Volus Guide wäre schon ganz smart mitzunehmen, glaube ich. Der könnte Rollenspieloptionen bringen. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir den Rucksack mit. Dann gehen wir da runter. Lauf, 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 lauf. Achso, mir fällt gerade ein. Doch, ich bin perfekt unter der Map. Das ist, glaube ich, ganz gut. Tschüssi, Leute. Ich bin der allmächtige Benno. Habe ich jetzt Benno draus gemacht und nicht Benno? Ben? Keine Ahnung. Sieht auch speziell aus. Just an insect. I'm sure you'll survive. Besides, it probably figured you for a tasty treat. Hallo, was geht denn hier ab, Leute? Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see me, Rena. Let her go. Schwester ist entkommen, verschwunden. You there? Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go. Frage: Ist sie eine alte Hexe oder nicht? Stop this. We won't ask again. Wir haben ihr Motiv erkennen nicht geschafft. Was ist hier los? Don't trust the word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Also die Brüder sagen, die Schwester ist auf jeden Fall zu ihr hingegangen. Und sie sagt, sie kennt die Schwester gar nicht. Also das ist schon mal irgendwie verdächtig. Das passt nicht zusammen. Deswegen sage ich mal raus in der Sprache.
were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. What the fuck? Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Hello. I've seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hug has bring her. Ich würde auch mal sagen, die hat mehr auf dem Kerbholz. Sag mir bitte jemand, was hier los ist. It's our sister, Mayrina. She's... Well... She was in a bad way after her husband died. Started seeing weird things, like how she was gonna bring him back. Okay, Next thing, she's gone looking for the hug. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. That's... No good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Okay. I'm joking. Wir versuchen es. I've got a clue who you are. No way I'm leaving Rena. Schatten hat es nicht einverstanden. But Joel, not a chance. We're getting her back on our own. Now come on. Schattenherz ist nicht einverstanden damit. Das ist bitter. Aber es bewegt sich. Lasse mag mich nicht so. Oh Gott, sie mag mich ja gar nicht. Eieieiei. Mit ihr muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, würde ich sagen. Okay, wir haben hier die alte Sumpfhexe demnach. Und Karotten und Ziegenfleisch. Wo hier ein Haufen Fleisch rumliegt. Wird gespeichert. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Irgendwas ungewöhnlich ausschaut. Hexenmeister, Arcana-Kunde, ein Pack nutzen, um die Sicht zu verbessern. Let's go. Ja. Wird schwierig. Krip. Ich glaube, hier würde ich aber ganz gerne wissen, was passiert ist. Deswegen werde ich, glaube ich, nochmal rollen mit meiner Inspiration. Komm schon. Ach, come on! Um eins! Ich will das schaffen! Ach, fuck you. Okay, letzte Inspiration hebe ich mir auf, wenn ich es mal wirklich brauche. Haben wir nicht geschafft. Dreimal gerollt, dreimal nicht geschafft. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Tschuh. Ich fühle mich beobachtet. Seems like a good moment to talk. Nein. What can I do you for? Das ist kein guter Moment. Okay. Wenigstens ist das nicht schlimm. Oh oh. Du hast sie doch gesehen. Ach Gott. Ist halt echt anstrengend, ne? Jetzt blutet ihr. Easy. This place is hungry for blood. Weidenkorb. Essen. Ich würde mal mit dem Schaf reden. Hallo Schäfchen. Voice warbles. You realize it's trying to say bar. Mit Tieren den Blick senken und vorsichtig die Hand ausstrecken. Aber hier darf ich wieder einen Bonus hinzufügen. Mal sehen, ob das was wird. Bin ich gut im Tierhaus. Auch das klappt wieder. Na gut. So, macht das hier, ey. Holy moly. The smell of rot assaults your senses as the illusion vanishes. Ugh. Ugh. A diminutive creature sporting a red hat glares at you. He seems unaware that his illusion has failed. Nosy, scum-sucking, lice-ridden little ball-bag! Get out! Or I bite's tongue, eat's tongue. Oh, delicious tongue. What the fuck bist du denn? Oh, precious baby, loves to bleed you, yes. Turn your corpse into sponge, nuts of old. Leave
Now, I'll fill you with owls and more. Karlach ist inspiriert. Sonderling Augen der Wildnis. Aber ich glaube, ich muss doch mal... Rettungswurf auf eine Wunde. Warum ist Wächter und rücksichtsloser Angriff was zum Talken? Was? Hey, ja. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Oh, der hat sie gejagt? Unbelarvt. Ich will mit dem Abenteuer stecken. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, Beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Ich mag ihre Optik. Ja, aber da wirkt sie hat halbes Leben. Sie hat keine Zauberslots auf erster Stufe mehr. Wir könnten nochmal Wunden heilen auf sie machen. Das war jetzt in Stufe 2 Wunden heilen, das ganze 8 geheilt hat. Also uns geht's insgesamt nicht so gut. Und die sind auf Stufe 4 Gegner hier. Holy shit, sieht das hier unangenehm aus. Wie gesagt, ich darf, glaube ich, nicht zu weit weg von meiner Gruppe scouten. Göttliche Führung ist weg. Geh mal nicht zu euch gucken. Was? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Warum hast nur du einen Wahrnehmungswurf gemacht? Ich bin verwirrt. Okay, irgendwie hier rechts ist irgendeine Falle. Ja, genau die Vollpfosten. Jetzt blutet ihr halt wieder, ne? Kann ich das nicht irgendwie... Naja, wir werden gleich eine Lagerpause machen müssen, gehe ich von aus. Aber was geht denn hier ab? Rotkappen haben diesen Ort zerfetzt. Es sind denn Rotkappen? Reisende, die auf dem Landweg nach Baldur's Tor kommen, riechen die Stadt häufig, bevor sie sie erblicken. Das ist der sogenannte Vorstadt zu verdanken, in der sich viele Dinge befinden, die Baldur's Tor zwar zum Überleben braucht, aber lieber nicht innerhalb seiner Mauern hätte. Hier finden sich Gerbereien, Vieh- und Schlachthöfe, Salzwerke, aber auch kaum regulierte Märkte sowie Baracken und Lager der Armeen. Ich bin der festen Überzeugung, dass respektable Reisende sich hier niemals länger als nötig aufhalten sollten. Ganz gleich, welche Verlockung dort auch an unseren niederen Instinkt appellieren. Zumal nach einer langen Reise lieber sollte man zügig und unter ständigen Beobachtungen aller Wertgegenstände zu einem der Haupteingänge in die Unterstadt weiterreisen. Beispielsweise zum berühmten Basiliskentor. Wenn man einen solchen Eingang durchquert hat, erst dann befindet man sich in der eigentlichen Stadt. Nehmen wir nochmal ein zweites Seil mit. Falls wir irgendwann mal ein Seil brauchen, haben wir noch ein Ersatzseil. Eine Laute. Und noch einen Rucksack. Okay, uns ist jetzt allen ziemlich beschissen. Schlafsack, noch ein Rucksack. Oh, Dunkelsicht. Okay. Das ist fancy, was wir sogar dabei hatten. Halb gegessener Apfel. Ich glaube, wir gehen mal kurz in unser Lager und machen eine lange Rast. Kann ich ja direkt von hier aus machen. Also wir sind alle ziemlich angeschlagen. Oh, hallo. One Horn!
The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the Archdevil Zariel's gladiator. Come to burn the Sword Coast to ash. Ah, jetzt hat er schon begegnet. If by met, you mean hoofing it through the hells with this fucker on my tail? Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing. Das ist ganz schlecht. Zariel's servants, as her eyes dart around. Ah, das ist ja richtig gute Option. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Baldurin's helm, I... No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. Das hat sie uns schon gesagt. And yet you served. Karlach ist keine Gefahr, denkt praktisch, sie ist infiziert, so wie wir. Wir brauchen Verbünde, keine Feinde. Ich hätte euch nie vertrauen sollen, Karlach. Seid gut, ich wollte euch einen Kampf, den bekommt ihr. Sie ist infiziert, wir brauchen Verbündete, keine Feinde. No! Devils cannot be trusted! Götter, seid ihr stur. Karlach ist keine Teufelin und das wisst ihr. Ihr habt Karlachs Gedanken gesehen, sie ist keine Gefahr für die Schwertküste. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. Don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am, I'm not what you think. Shit! Was ist sein Problem? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Ah, truce. Ah, die Charaktere sind so gut geschrieben. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Okay, reden wir mit Karlach. Über den ganzen Scheiß. Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Was braucht einen aalglatten Burschen? Ich bin froh, dass er sich uns angeschlossen hat. Schön, dass ihr zwei Frieden schließen konntet. Schön, dass ihr so einen Frieden schließen konntet. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. sie will sich jetzt unbedingt mit ihm anfreunden. Das ist ja auch geil. Mit keinem anderen, nur mit ihm. Einfach nur, weil es geht. Das ist schon witzig. Brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest. Then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Yeah. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. Oh shit. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Oh shit! Der Sohn des Herzogs Ravengard hätte die Stadt verlassen. Ich war so lange bei Baldur's Tor und trotzdem wusste nicht, dass Ravengard Kinder hatte.
Just the one. Yours truly. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. Ah. Such a rift isn't so easily mended. Aber warum hat ihn rausgekickt? It's not so wide that I'd let my own father suffer at his captor's hands. Was ein Drone am Vater will. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find. Ach so, ja, das ist natürlich blöd. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. The future of the Sword Coast, okay. Wo ich sagen sollte, nicht verletzen. And you're right. Aha, verheimlich ich mir weniger. When I look into a mirror, I see two faces. I see the Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And I see Will Ravenguard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. Okay. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. Okay. Das reicht mir erstmal. Fleischfäule. Fleischfäule ist Nachteil bei Attributswürfen. What? Verwundbar durch alle Schadensarten. Ach du Scheiße. Okay, von mir aus können wir unsere lange Rast machen. Auto auswählen. Ah, guck mal, der wählt sogar Kram automatisch aus. Sehr schön, lange Rast. Schlaf, schlaf, schlaf. Moment, warum muss ich da würfeln? Warum höre ich einen Würfelsound, wenn ich schlafe? So, uns geht's allen wieder besser. Hast immer noch Fleischfäule? 24? Moment, du hast doch was, was dich vor Krankheit heilen kann. Hier, Krankheit. Gebet der Heilung. So. Nee, schwache Genesung auf dich selber. So. Keine Fleischfäule mehr. Und Lager verlassen. Jetzt haben wir so wieder einen Slot eingebüßt, aber was soll's. Moment, hier ist noch was in der Kiste? Nee. Okay, gucken wir mal, wo es hier so weitergeht. Modriger Sumpf. Sieht nicht so aus, als würde ich da rüberkommen, außer ich teleporte mich. Weil da ist Abgrund markiert. Aber ich kann nur mich teleporten. Oh, da ist eine Kiste. Oder ich hüpf halt von Ding zu Ding. Das müsste doch gehen, oder? Hopp! Muss ein bisschen vorsichtig vorgehen. Okay, hier ist nichts Spannendes drin. Wir können ja hier weiter hüpfen. Hüpf! Fallendes Heiligtum. Was? Uralter Schlamm-Mephit. Oh shit. Ich hab's verkackt. Moment, ich habe jetzt eine Blitzladung. Blitze durchzucken dich. Du hast plus 1 auf Angriffswürfe und bewirkst einen Blitzschaden. Wenn du 5 Ladungen erhältst, werden sie verbraucht und das nächste Mal. Cool. So, du bist einer unserer Frontline. Wir können eigentlich dich zuerst nehmen, glaube ich. Oh shit, du bist, glaube ich, heftig. Hallo Deko!
Ja, alles klar. Ich bin gerade eben mitten im Fight, von daher. Schön, dass du reingeschaut hast. Und tschüss. Du kannst deutlich weiterlaufen. Als die andere Tante, glaube ich. Nicht er- oh, nevermind, nicht erreichbar. Doch nicht. Mephit beschwört. What? Die können sich gegen sich beschwören? Ugh. Und der heilt sich einfach, wenn er auf dem verderbten Ranken steht. Wenn ich das richtig sehe. Oh no! Okay, das ist ja absolut widerlich, was die machen. Sie heilen sich immer, wenn sie auf diesen verderbten Ranken stehen. Oh Gott, das wird wieder ein Fight. Also die Fights sind knackig, glaube ich. Und vor allem die Dinger explodieren. Und hauen uns. Ah Gott. Das ist eine Aktion, ne? Ist eine Bonusaktion. Dann können wir auf dich das machen. Oder halt den da erstmal weg. Dann tut nämlich seinen Leuten da weh. Dann kann ich noch hier hin und den schubsen. Sehr schön. Du hast auch noch nicht. Oh, kannst du den vielleicht wegbrutzeln? No, kannst du nicht. Das ist natürlich schlecht. Fernkampfangriff würde ich auf dich ganz gerne machen, eigentlich. Er hat mich möglichst wenig getroffen. Ausbruch des Todes. What? Matschig? Gegen die Kreatur sind ein Vorteil. Angriffswürfe gegen Geschicklichkeit sind im Nachteil. Brennzustand wird entfernt. Schwierige Untergrundschlamm bewegen, Kroat ist habiert. Kampfrausch endet vorzeitig, wenn du nicht jeden Zug eine Kreatur angreifst oder Schaden anleidest. Im Kampfrausch kannst du dich wieder. Kann sich weder auf Zauber konzentrieren noch Zauber wirken. Das ist dann nächste Runde, glaube ich, mit dem zu tun. Ach, das ist jede Runde ein Beschwört, ist ein bisschen beschissen. Aua. Oh, der macht. Nein, die machen sogar vergiftete Ranken. Das ist ja absolut disgusting. Ja, ich werde spurten müssen, glaube ich. Oder wir müssen mal auf den schießen. Ach Gott, sind wir im Nachteil. 30% ist halt nicht dein Ding, ne? Genügend Bewegungsrate, wir spurten. Kommen aber nicht weit. Das ist das übelste Problem. Achso, ich muss eine kurze Rast machen, das wieder. Ach, dammit. Da hätte ich das an Sprinten doch anders machen sollen. Wir müssen uns mal auseinander. Aber ich habe nicht viel, was ich davon habe, glaube ich, wenn ich hier Tat dran mache. Kann durch bohrenden Schuss machen. Oder hier einen Stoßangriff, Fernangriff. Aber das hat nur 30% zu hitten. Und daher sollte ich das, glaube ich, nicht so machen. Und einfach nur durch bohrenden Schuss. Dringende Bewegung matschig. Das ist irgendwie im Nachteil? Krass. Wir halten es mal auf. Und sie ist festgehalten, ne? Verstrickt. Man kann nicht bewegen, angewürgt gegen sie im Vorteil. Rettungswürfe und Glück ist im Nachteil. Okay, ich habe jetzt hier ein Problem. Weil die explodieren ja alle. Also wirklich alle, alle. So. Wenn ich das jetzt mache,
kriegt die alles ab, ne? Oh Gott. Puff. Moment, sie ist noch dran, dann würde ich das hier hinsetzen. Und dann versucht sie, ihn dort festzuhalten. Weil er ist noch in der Dolchwolke drin. Zug beenden. So, du musst dich mal hier ein bisschen rausbewegen. Und dann folgen wir mal was Feuriges auf den da in der Mitte wahrscheinlich. Schade. Schade, schade. Haben wir noch ein Schild des Glaubens auf sie. Und beenden unseren Zug. So, dann kannst du vielleicht nochmal... 65% sind das halt nur, ne? Komm schon, triff. 3 ist halt nix. Wir gehen auf das. Und laufen hier ran. Ach, ich wollte nicht in die Dolchwolke rein. So. Ich hätte 10 Schaden geholt, die ich nicht gebraucht hätte. Das war die Kettenreaktion. Ja. I need your help. Schön, 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 schön. Ja, ja. Sie kriegt die Aktion, ich springe. Ich kann mich nicht bewegen. Stoßangriff, Fernangriff, 40%, 30%, 42%. Ich bin halt echt am Sack. Ist, glaube ich, nicht ganz richtig, dass man im Nachlesen verstrickt ist. Immer wieder das, weil da hast du ein Schild. Ich bin, glaube ich, hart im Nachteil gerade. Fliegen ist keine Aktion. Schweinerei. Ja, das ist schön, dass jemand Healing braucht. Okay, ich habe das schon mal verkackt. 4 bis 24, komm schon. Okay, das Ding mal platt. Bin im Nachteil. Ich komme da nicht hin, glaube ich. Untote vertreiben. Du bist aber nicht untot, oder? Bist bedroht. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, Todesexplosion, Energie. Du hast auch eine Todes... Oh Gott. Ich muss halt erstmal treffen überhaupt. Alles schlecht. Warte mal, du kannst aber rankommen. So, dann kannst du. Oh, du hast das aber selber auch fast down. Ich muss dich erstmal selber Wunden heilen. Spirituelle Waffe. Speer? Kannst du hier rauslaufen? Nee, kannst du nicht ohne einen Hit zu kriegen. Schade. Aber jetzt kannst du zumindest noch rauslaufen. Fuck yes. Nicht genügend Bewegungsrate. Daneben. Ist deine Bewegungsrate auch schon durch? Und du explodierst halt wieder, ne? 96%. Müssen wir halt jetzt hinnehmen, ne? Stehe ich hier noch auf irgendwas? Ich stehe noch auf Schlamm. Aber das wird doch nicht besser, wenn ich hier ein Stück laufe. Hallihallo, Ricky. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Die Vieh ist echt eklig. Schon wieder verstrickt. Hör doch auf, meine Leute zu verstricken.
Lol, er ist reingeflogen in die Teuchwolke. Was ein Depp. Muss er jetzt so weit laufen, wie geht? Blitzladung, matschig, let's go. 14. 114 Damage waren das nicht. 15 Damage waren das. Ricky hat es jetzt eigentlich auch schon geholt. Du musst mal hier wieder Wunden heilen auf sie. Also sie ist fast down. Ey, 7 ist echt nicht so geil, Mädel. 7 ist echt nicht so geil. Bis erst Dave the Diver durchspielen. Ah, okay. Dann spoilere ich dich ausnahmsweise nicht. Bist du einer der wenigen. Die spirituelle Waffe dauert hier ewig, bis die mal da ist. So. 51%. Komm schon. Kritischer Treffer mit 5. Geil. Das ist ja richtig stark. Ist ausgeglichen. Wir werden, glaube ich, nochmal 65% ist halt echt nicht viel, ne? Das ist puff. Nice Hit. Nice Hit. Wir machen mal eine kurze Rast, weil wir sind alle ziemlich down. So, jetzt speichern wir mal kurz. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie kann ich Zauber aufheben, die eigentlich Konzentration erfordern? Weil das ist ein Konzentrationszauber. Wie hebe ich den auf? Der ist nämlich jetzt einfach im Weg. Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum läufst du da rein? Also wirklich, das ergibt keinen Sinn. Das waren irgendwie 10 Schaden einfach for free. Wo man außen rumlaufen kann. Also die Wegfindung ist schwierig in dem Game. Aber Baldur's Gate war auch so ein Ding für dich, Ricky, oder? Wenn du viel Freizeit hast und nicht gerade ein Haus einrichten musst oder sowas. So. Jetzt zeigt mir jemand, dass man hier rumlaufen kann, um das zu looten. Dankeschön. Vertreter Ast. Gewebemoos. Holzrinde. Und Vertreter Ast brauchen wir nicht. Ja, wir haben das lang gespielt. Ist das Divinity Original Sin gespielt? Das wäre, glaube ich, so der Punkt für mich. Das ist auch was für einen Trank. Hat zumindest einen gewissen Wert. Ja, hat's. Oh, Waldweitschild. Fesselnder Schlag der Waldweit. Und mit ihrem Arm hackt sich die Dryade bei einem Mann unter, der einst ihr Liebhaber und aus Fleisch und Knochen war. Nun war sein Fleisch zu Rinde geworden, seine Knochen zu saftigen Kernholzen, seinen Augen leuchtet jedoch eine lodernde Liebe, so wie tausende Glühwürmchen auf einer Sommerwiese. Okay. Clips gegeben, welchen Charme eine D&D nehmen sollte. Achso, die Klassen in How to Play D&D, A Crap Guide to D&D, das kenne ich schon eine Weile, ich fand die einfach nur so awesome damals. Also ich habe die mir angeguckt, wo ich damals D&D angefangen habe. Und ich kannte den Channel schon, weil der hat auch einen Crap Guide to Monster Hunter gemacht, wie man die einzelnen Waffenkategorien spielen sollte. Und das war schon awesome und dort hat es halt auf D&D umgemünzt. Das ist so gut. Vor allem hat er zweimal den Barbaren gemacht. Weil er gesagt hat, ja, der vorige Barbar war halt scheiße. So, du hast irgendwie nicht so viele Fähigkeiten, deswegen kriegst du jetzt noch das Waldweitschild für den. Genau, für den fesselnden Schlag. So, jetzt können wir mal wieder speichern, weil jetzt alles auch weg ist. Das ist ja alles for free zum Looten. Also falls man mehr D&D spielen sollte, finde ich das immer noch sehr, sehr gut. Vor allem auch das mit dem Barden. Wer D&D spielt, der unterschreibt einen Vertrag, dass er immer nach Stereotypen spielt. Und deswegen muss der Barde immer der sechshungrige sonst was sein. Wenn Leidenschlingen treffen zu einem wahllosen Angriff, erhält der Träger 2 Blitzladungen. Wenn Blitzladung versehene Angriffe
auf Konstrukte auf Metall und Gegner mit Metall zum Vorteil. Okay. Ich weiß, wer das kriegt. Madame, Sie haben neue Schilde. Aber Sie wollen vielleicht mal auf die Nahkampf... Huch. Den Nahkampfausrüstung wechseln. Da haben wir ja schon mal was Geiles gelootet hier. Die Frage ist, was geht denn hier sonst noch so ab? Das müsste doch die Druiden voll interessieren, dass es hier... Hier in die Vase gehe ich jetzt nicht ran. Dass hier voll die verzerrte Natur ist und so. Ist auch nicht so lang, also es ist ja irgendwie eine halbe Stunde, hast du alle von den Clips fast durchgeschaut. Ich hätte mir auch gestern nochmal angeschaut und habe mich sehr gefreut darüber. Gerade auch, weil das halt so gut zu Baldur's Gate passt, weil es ja die gleichen Klassen und das gleiche System ist. Okay, jetzt bin ich irgendwo hingekommen, wo es glaube ich nicht weitergeht. Okay, was ist denn hier? Das sieht special aus, aber hier ist noch ein Holzkoffer am Arsch der Welt. Mit zwei Zangen drin. Ja, wo die läuft. Ja, Random Loot ist random und so, ne? Okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Ja, oder ich würde, also ich würde mich porten, dann könnte ich mich irgendwie rüberporten. Ich muss ein bisschen drauf achten, damit die Leute nicht wieder in irgendwelchen Scheiß reinlaufen. Also zumindest mein Hauptcharakter, der läuft ja gerne mal in irgendeinen Scheiß rein. Deswegen schön außenrum, wo es zumindest keine giftigen Sachen gibt. Halt. Nicht so rum, sondern so rum. Wir müssen jetzt wieder zurück durch den ganzen Kram. Jetzt habe ich nur... Ja gut, ich habe nur ein Artefakt gefunden. Ein magisches Item. Das ist auch ganz nett. Ist auch ganz nett. So, wir hüpfen. Achso, wir müssen die Tierreden wieder anmachen. Das ist irgendwie doof, dass man das mal wieder anmachen muss. Und wir... Ist das nicht bis zum Ende? Dass wir unsere Waffe zur Paktwaffe machen? Oder geht das nicht? Das geht nicht. Schaden magisch, du kannst wieder... Was? Du kannst sie weder werfen noch fallen lassen und bist mit Umgang mit ihr geübt. Geht, glaube ich, nicht. Oder doch? Doch, ist jetzt, glaube ich, die Paktwaffe. Oder auch nicht. I don't get it. Doch, sie leuchtet komisch. Manchmal. Ah, doch, doch, sie ist die Paktwaffe. Hüpf. Ich mit meinen kurzen Beinchen hier. So, das speichern wir nochmal, dass wir zurückgekommen sind. Werde wohl mal den Barden und den Cleric spielen. Barden sind, glaube ich, auch sehr cool, ja. Ich habe jetzt den Hexenmeister genommen, weil ich halt einen Charisma-Caster haben wollte. Wobei, ich hätte eigentlich keinen Caster nehmen müssen. Aber ich wollte was mit Charisma machen. Und Barde spielt halt meine Freundin in unserer D&D-Gruppe. Deswegen habe ich den Barden ein bisschen... bisschen ausgelassen. Ja, das ist halt die Truppe, ne? Und springen machen die automatisch, das stimmt. Das ist ganz cool. Vorräte! Okay, was geht denn hier ab? Sonst so. Da fällt mir ein, weil ich ja nicht probiert habe. Es gibt doch dieses Overlay. Ich habe übrigens eine neue Kamera, Ricky. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die Kamera sollte ein bisschen hübscher sein. Ich gucke mal kurz wegen den Erweiterungen. Also gerade wenn ich sie groß mache. Soll, vor allem kommen die mit meinem Hintergrundlicht besser klar, glaube ich. Das sieht, glaube ich, alles jetzt ein bisschen hübscher aus. Creator Dashboard? Nee, wo ist denn das? Das ist auf jeden Fall mein Kanal. Nee, ich wollte jetzt die Erweiterungen von meinem Twitch-Kanal mir anschauen. Shit. Ändert nichts am Gesicht. Wow. Wow. Aber ich habe meine Gesichtsszene dabei noch umgebaut und größer gemacht, dass man das Gesicht mehr sieht. Wo kann ich denn die Erweiterung bearbeiten auf Twitch? Wahrscheinlich auf dem Creator Dashboard, oder? Einstellung, Stream? Nee. Streaming Tools ist es auch nicht. Erweiterungen da. Baldur's Gate Companion zu meinem Kanal hinzufügen, das wollte ich haben.
Baldur's Gate, welcome to Baldur's Gate Twitch integration. With this extension enabled, viewers will be able to inspect your party members, quest progress and even vote on dialogue. Ah, das ist sogar mehr, als ich dachte. Als Overlay 1 festlegen, so jetzt ist es aktiv und jetzt können wir nämlich, Moment, ich gehe wieder dahin, witzigerweise stimmt das jetzt nicht mehr ganz, egal. Sollte, ich guck mal kurz selber, wie das aussieht. Auf meinem Kanal sollte man, wo haben wir denn die Erweiterung? Da haben wir die Erweiterung. Vote for Dialogue Option? Moment, das ist doch Quatsch. Aber man kann die Party-Member sich angucken, welche Stats man hat, welches Equipment, welche Zauber. Das ist schon ziemlich cool, welches Inventar. Kannst ganz schön viel gucken. Das ist eigentlich ganz geil. So. Mit dem haben wir schon gesprochen. Ach, das sind Rotkappen. Der mochte uns nicht so, deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe einfach mal außen rum, aber hier ist ja der Nächste. Der hat 27 Leben, ey, das ist gar nicht so wenig. Liebes Werkzeug, das nehme ich. Und Vorräte, nehme ich auch. Wir laufen mal hier so, oh, da sind tote Menschen. Die fiesen Rotkappen, ey. Überleben fehlgeschlagen. Alle vier haben Überleben fehlgeschlagen. Okay, machen wir nochmal hier eine Markierung. Überleben. Als Check. Habe ich jetzt die richtige? Ja, doch, ich habe die richtige Szene. Ich brauche nicht meine eigenen Twitch-Stream im Hintergrund anschauen. Das machen wir nochmal weg, damit wir die Auslastung für den Rechner ein bisschen niedrig halten. So, Brothers. I guess they didn't find their sister. Whoever did this wanted them to suffer. Oh. You need to be careful. Warum sind die Brüder in den Sumpf gerannt, die Idioten? Ich könnte mich auch hier hochporten wahrscheinlich. Dann brauche ich halt einen Zauberplatz, ne? Das ist immer so ein bisschen. Aber ich könnte. Nee, ich sehe es nicht. Nicht genügend Platz. Ich kann nicht da hoch, nee, beschritten. Let's have a look. Rotkappe, Rotkappe Blutweißer. Oh, ich wollte nicht. Ich habe durch jemanden angeklickt. Also ich glaube, die Dynamik zwischen den Gruppenmitgliedern haben sie aber ganz gut hingekriegt. Die ist, glaube ich, so auf dem Niveau von Dragon Age Origins damals. Und das war cool, weil die wirklich was miteinander zu bereden hatten und Reibungsstellen hatten, nicht einfach nur dabei waren. Und das Artefakt irgendwie, habt ihr es noch? Warum hattet ihr Schmerzen? Habt ihr es noch? Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. Okay. Ich muss mich anderen Dingen zuwenden, weggehen. Ich wollte gar nicht mit dir reden. So, wir safen mal wieder. Save often, save early. Grundsatz. Das ist der Dude, der uns Kacke fand. Das sind nur drei, kann das sein? Wir laufen einfach mal vorbei. Sieht ein bisschen aus, als würde mir jetzt ins Hexenhaus kommen, wenn ich das hier so sehe. Oh. Wer bist du denn? Was machst du hier? Ja, guten Tag. Werter Herr. A fellow wanderer. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul. Dragon Age Origins ist der erste. Sweet. Powdered iron vine. Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Okay. Spannend. Wer seid ihr? The same as you, a humble supplicant. Warum nur heute? That is why you came to her lair, I take it, to bargain. Der Dame des Hauses, nee. A more innocent name than some I could call her, but it is what she is that ought to concern you. Her kind have hidden among us since the first darkness, and their knowledge is matched only by their spite. Okay, sie ist wirklich eine alte Hexe. Know how to ask, and they'll share that knowledge. If you're fool enough to pay their price.
Und seid ihr töricht genug? I'm a hunter who lost his prey, and here I am seeking help from something worse. Das klingt nicht so smart. Once she hears what awaits my quarry when I catch him, she will help. Was willst du jagen? Und warum habe ich eine Wurst auf der Schulter? Wen jagt ihr denn? Like a blade, my friend. We can arm ourselves with it, or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. Okay. Ich denke, ich hätte damit umgehen können, aber was soll's. Bezeugen. Vielleicht kann ich euch ja helfen, einschüchtern. Ihr beginnt mich zu langweilen und sagt schon, let's go. Schwierigkeitsgrad 20. Ja, GG. Uff. Let's try. Haben wir geschafft. Ganz entspannt. Wir sind echt gut in Charisma. I hunt a vampire spawn called Astari. I'm bound to bring him back to Baldur's Gate, alive. Was? Though I cannot swear to his condition once my tribe are done with him. Is he known to you? Nee, ich glaube nicht. Ich kenne Astari und er ist kein Vampir. Ich kenne ihn anscheinend doch. Ja genau, ein Vampir soll Leben nach Baldur's Tor bringen. Ich dachte mir auch so, what the fuck? Astarion steht unter meinen Füßen. Wer war denn Astarion? Oh Gott, jetzt muss ich mal kurz googeln, wer Astarion ist. Ich hoffe, es gibt keinen Spoiler. Wer war denn Astarion? Baldur's Gate 3 Wiki. Der ist das. Das ist einer der Partymitglieder, die wir haben. Das ist eine der Origin-Charaktere. Ja, ich kenne meinen Namen natürlich schon. Er ist nicht gerade der stille Typ. You do know him. I don't suppose you'll tell me where he is. Ihn im Weg zu deinem Lager beschreiben? Ich will Astarion eigentlich nicht, wobei, also... Das ist auch nicht gerade der Sympathieträger, sind wir ehrlich. Aber jetzt könnte ich hier Abstimmen machen. Was wir machen, weil es könnt, müsstet ihr eigentlich eine Overlay-Einblendung kriegen in Twitch und könntet abstimmen, was wir machen wollen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Klappt das? Ich geh mal selber nochmal rein, Kanal. Genau, jetzt kann ich hier voten. 1, 2, 3, 4. Vote for Dialogue Option. Ich kann jetzt für 2 voten. Aber das funktioniert nicht, das synkt nicht. Oder es nimmt mein Vote nicht. Merkwürdig. Das Overlay funktioniert nicht so richtig. Leute, leider, das... Doch, jetzt kam es an. Dauert nur ewig. Holy shit. Okay. Dann kriegst du einen nochmal. Wenn ich es zugemacht habe. Okay. Okay. Ricky, du bist also dagegen, dass wir ihm helfen. Ich hätte es einfach ihm belogen und gesagt, ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Lalala. Also das ist sehr langsam. Wahrscheinlich, weil so viele gerade noch Baldur's Gate auf Twitch spielen. Ich glaube, die Server von der Ding sind echt überlastet. Also ich glaube, dass wir ihm nicht helfen, wenn wir ihn irgendwann nochmal wieder treffen, weil, wie gesagt, Astarion Teil unserer Gruppe ist. Also der ist zwar nur im Lager, ich habe jetzt nicht dabei, aber du hast halt mehr Companions, als du dabei haben kannst. Und er ist halt einer von denen, die ich im Lager gelassen habe. Gut, dann gehe ich mal mit dem, was du gewolltest, hast, Ricky. Ich helfe euch nicht zu finden. Astarion has quite the friend in you. I'll make sure he knows that. At the end. Okay. Wir sind jetzt hier bei einer alten Hexe gelandet. Softer than a whisper. Taschendiebstahl. Hatten der so dabei? Er hat nicht so viel dabei. Heiltränke wären ganz spannend. 11.
Nice. Haben wir noch ein paar Heiltränke gekriegt. Das ist ziemlich awesome. Da sollten wir die, glaube ich, noch mal ein bisschen verteilen, weil du hast nur noch einen, du hast nur noch einen, du hast nur noch einen. Wir sollten mal jedem, glaube ich, zwei geben. Thief's been picking pockets near here. This would be a good moment to explain yourself. Wie könnt ihr es wagen, mich zu beschuldigen? Ich bin auch ein Opfer. Täuschen, Übung, Täuschen, Expertise, Charisma. Wir haben super viel. Wir haben 9 bis 12 Bonus. Das sollen wir doch hinkriegen. Jawohl, sowas von locker flockig. Ich bin auch ein Opfer. Ich wurde auch ausgeraubt. You've been given the benefit of the doubt this time. But something tells you next time you won't be so lucky. Der Täter könnte immer noch in der Nähe sein. Okay, die raffen das schon, wenn man sie ausraubt. Das wollte ich ja gerade nicht machen. Ich wollte hier hin. Das könnte ich übrigens mal an... Oh, wer trägt denn jetzt meine Sachen? Schattenherz. Schattenherz, du trägst meine Sachen, die ich irgendwann später verkaufe. Die schwer sind vor allen Dingen. Hier, sowas alles. Damit ich nämlich neue Sachen looten kann. Na, 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 na. Alles, was so ein bisschen schwerer ist, kriegt sie. Rauchpulverbombe lassen wir mal. Das ist auch ein bisschen schwerer hier. Kriegst du auch noch. Was? Selonitenhalskette. Was macht eigentlich mein Amulett? Ach, kann mit Toten sprechen, gibt es mir, okay. Das war das mit dem Lums-Krieghorn. Stoßen dieses Horn, um Lums wütende Ogerbande herbeizurufen. Sie fressen jeden, den sie kriegen können, aber wenn du einen Pakt mit ihnen hast, verschonen sie nach Möglichkeit deine Gruppe. Nach Möglichkeit deine Gruppe. Ja, danke. Ich wollte meine Heiltränke splitten. Stapel teilen. Ich brauche 3, um die den anderen zu geben. Dann muss ich den Stapel nochmal teilen. Um das geben wir Karlach. Und Stapel nochmal teilen. Und das geben wir Laser. Und das geben wir Schattenherz. So. Und leider kann ich immer nur hier das Ganze sortieren. So, jetzt speichern wir mal. Weil wir haben ja gerade was geklaut. Und was? I should mind my step. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nee. Gucken wir noch mal auf die andere Seite, bevor wir da reinrennen. Gehen wir nicht durch den Haupteingang. Das ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Was geht denn hier sonst noch so ab? In dem Sumpf. Da ist noch irgendwas... Truhiges. Das sieht nach dickerer Truhe aus. Gehen wir mal dahin. Lalalalalala. Hier ist bestimmt keine fiese Falle oder sowas. Nein, nein. Bestimmt alles safe. Oh, ich kann... Kann ich mit dem Frosch reden? Ein verwirrter Frosch. Der ist eine Illusion, kann das sein? Was ist das hier? Warum war alles von der Vision verstimmt? Okay. Tantchen Ethel, kennst du sie? Okay, das scheint mir nicht ein normaler Frosch zu sein. A chill runs up your spine. There is something wrong with this. Das habe ich schon mitgekriegt. Very wrong. Du bist so groß, Mensch. Okay, der scheint nicht so... Hä? What? What? Ähm...
reflektierende Schleim. Wait, das müssen wir kurz untersuchen. Der hat ja super viel reflektierende Schleim. Rüstungsklasse 31? Was? Achso, weil der Spiegelbilder hat. Den treffe ich nie. Da sind alle meine Leute dreimal tot. Also wir können es probieren, aber das wird schwierig. Oh, oder wir machen eine Dolchwolke drauf und er ist instant dead. Ist die Alternative. Jetzt muss ich leider warten, bis die Dolchwolke weg ist, bevor ich hier hin kann. Da haben wir unsere Heilpots direkt wieder verloren, die wir gerade verteilt haben. Weil wir haben jetzt noch genau einen Stufe 2 Zauber von ihr. Das ist irgendwie nicht so viel. Aber der hat reingehauen. Holy shit. Hier ist ja alles gefährlich in diesem Dreckssumpf. Was ist denn hier oben? Hier oben ist auch noch irgendwie eine Brücke. Von wo komme ich denn da? Muss ich hier runterhüpfen oder was? Hätte ich glaube ich schon runterhüpfen können. Da habe ich mich dagegen entschieden. Stimmt. Lol. So, damit ist das auch durch. Okay, die hat ja noch nichts. Alter Vater. Spuckte mir einfach komplett Gift ins Gesicht. Färbemittel Purpur. Wir haben Farben gefunden. Woo! Das ist schon ganz schön eklig, der Sumpf. Okay, gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich halb tot mit der Hexe anfangen will. Ich glaube, ich sollte zumindest noch mal eine kurze Rast machen. So, du hast keine, aber ihr habt beide eure Würfe, Kampfrauschladungen und Würfe. Nur unser Kleriker hat keine guten Spells mehr. Schnell speichern erfolgreich. Hier wieder Eingang, das ist ein Brunnen. Ist der Brunnen vielleicht ein geheimer Eingang? Hallo? Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A great deal of it. Nee, ich will nicht vom Brunnen trinken, wenn da totes Fleisch drin ist, danke. Da kann ich drauf verzichten. Es gibt genau einen Eingang in dieses Haus. Da ist ein Händler drin, angeblich. Proteinschild. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. Uh-oh. You're eating for two, so get to it. Sie ist schwanger. If it isn't the cheekiest pop of them all. You'd best have one hells of an apology for me, young man. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. And frankly, you're thick for saying so. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Uh-oh. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Das ist Mayrina, ich habe schlechte Neuigkeiten. Keep that hole under your nose shut. Or things will get messy. You know what that sounds like to me? Leverage. What is it? What's going on? Tantchen Ethel hat eure Brüder ermordet. That can't be true. Auntie Ethel. They were being rude and I detest You monster! The deal is
Sie wollte das Kind haben, ha? Sie wollte ihr helfen, das Kind zu kriegen und dafür. Silence at last. Some time in the cage should do her good. And du bist so ein ekliger. You'll regret sticking your nose in my business. Das sehe ich anders. Die verwandelt jetzt wahrscheinlich ihre wahre Form, oder? Ugh. Ah, was für ein Nekromantenviech bist du jetzt? Tantchen Ethel ist sehr viel ekliger, als ich das dachte. Und hat 100... Oh, scheiße, wird unsichtbar und hat 112 Leben. Au. Nix für eine Date Night, nee. Und vor allen Dingen sind die noch... die kommen alle noch dazu. Ja. Wir haben hier nur einen Stufe 2 Zauberslot. Spurloses Gehen, Spiegelbilder. Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Wir wollen wahrscheinlich die spirituelle Waffe erstmal rufen. Um einen weiteren Attack zu haben. Ich weiß nicht, ob die HP hat, die spirituelle Waffe, ehrlich gesagt. Sie hat HP, nämlich 20. Have to keep going. Bye forever, pal. Over there. So. Einschüchtern auftreten im Vorteil. Nee, das nützt mir nicht viel. Tja, und sie hat sich unsichtbar gemacht und ist irgendwo hin und sich bewegt. Sie kann halt auch hier raus. Das ist echt eklig. Keine Ahnung, wo sie herkommen wird. Ich glaube, ich will doch wieder zurück. Sie müsste eigentlich jetzt ein Elektro-Dingsbums gekriegt haben. Warum habe ich hier eigentlich so Redesachen dran? Verstehe ich nicht ganz. Ich muss halt die erstmal, glaube ich, loswerden. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich auch. Erstmal die loswerden, die ich sehen kann. Zwei Damage. Besser als nix. Für noch einen Cantrip, der for free ist. Forumszaubertrick. Guck mal, das ist eine Aktion. Das ist eine Bonusaktion. Oh, die spirituelle Waffe ist eine Bonusaktion. Spannend. Und dann machen wir mal unseren AOE da drauf. Damit die alle schön, das war ein geiler AOE, alle schön Damage kriegen. Und dann gehe ich mal ein Stück weg, falls irgendwelche AOE-Attacks kommen, dass wir nicht ins Gesicht kriegen. Dann haben wir noch einen Range-Attack, 60. Let's try. Schade. Nahkampfwaffenset verwenden. Wir stellen uns ein bisschen auseinandergespaced. Fertig. Also sie haben schon ordentlich Damage gekriegt, die habe ich gerade bei alle drei halbiert. Und er spurte, das heißt, er dürfte eigentlich nicht angreifen. Der macht aber irgendwas. Der macht Blutdurst und der macht einen Buff auf den anderen. Ja, die haben alle schon ordentlich Damage gekriegt. Oh, das sind ja vier. Oh shit, wo kommst du denn her? Ich habe nur drei gesehen gehabt. Ja dann. Zerfleischen plus Bluten. 13 Damage von einfach der Waffe, die wir beschworen haben, noch zusätzlich. Das ist ordentlich. Und der macht aber, ich glaube, das sehe ich, wenn ich hier weggehe, sehe ich das, dieses Symbol, was hier kommt, dass es einen Absetzungsangriff gibt. Aber ich könnte fliegen, doch, da gibt es auch einen Absetzungsangriff. Vergiss es. Beschwörung aufheben. Okay, sie steht immer noch da. Fuck! Illusion durchbrechen? Enjoy playing with your new friends. Sie haut ab! Bye. Sie haut echt ab! Die Tante, ey.
haut einfach ab. Attributswürfe. Flamme erzeugen. Damit kann ich halt Damage machen ein bisschen, aber das ist nur auf Nahkampfreichweite so richtig. Segen der List. Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeit. Ich glaube, ich bin mit dem Angreifen halt einfach besser. 2 bis 7. 1 bis 8. Dafür habe ich eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Resistenzen. Bonus für die auf Rettungswürfe. Ist das eine Aktion? Das ist eine Aktion. 1 die 4 auf Rettungswürfe. Rettungswürfe sind aber nicht the point. Ja, und mit dem sind wir gerade richtig shit. Dann hauen wir einfach zu. So, 7. Ich kann den noch wegstoßen. Dann ist er nämlich mit dem nebeneinander. Würde ich sagen. Ich komme nicht bis hin. Aber bei ihr geht das, glaube ich. Fesselnder Schlag der Waldweit. Stoßangriff Nahkampf. Stoß zurück. Ich habe keinen AOE-Attack mit ihr, glaube ich. Ich habe nur einen Focus-Attack. Und mit dir habe ich das schon ready. Da habe ich, glaube ich, auch kein AOE mehr. Ich könnte dich zumindest mal Eldritch blasten. Let's go. Haben wir den schon mal raus. Ich gehe mal hier hoch, da habe ich einen Höhenvorteil, glaube ich. Kann man deinen Zug beenden. Du hast auch keine... Attack? Nee, nicht genau, du hast keine Ressourcen mehr an Aktionen. Göttliche Macht fokussieren, ist auch Quatsch. Dann stellen wir dich nur mal hier hin, damit man hier nicht so einfach durchlaufen kann. Und du spurtest mal hier hin, schön den Absetzangriff umgehen von dem hier. Und du gehst hier hin. Hallo! Wobei das, glaube ich, nicht smart ist. Der dich nahezu unverwundbar macht. Der Kampfrausch endet vorzeitig, wenn du nicht in jedem Zug eine Kreatur angreifst oder Schaden erleidest. Bei Schaden erleiden würde ich jetzt vermuten. Ich mache mal den Kampfrausch an. Haben wir ja ein paar Ladungen für. So, Zug beenden und du übernimmst den hier vorne, würde ich sagen. 5 bis 8. 5 bis 12. Warum ist der Sturmangriff ist voll kacke? Wir können denen einfach einen normalen Hit geben. Und dann sagen, wir wollen nochmal eine Runde. Tatendrang. Und dann machen wir unseren verbesserten, weil der macht nämlich 6 bis 20 Damage. Und er hat Vorteil. Und verkackt's. Dann noch einen Knaufschlag, damit er vielleicht K.O. ist. Aber er hat den Rettungswurf geschafft. Schade. Personenfest. Och, come on. Person festhalten ist aber fies, er endet doch mein Kampfrausch. Aber er ist jetzt endet er nicht mehr, weil er Damage gekriegt hat. Blutung. Blutung ist ja unangenehm. Okay, das kann nicht weit genug. Das kann ja super kurz nur fliegen. Ach, dammit. Blöde. Das kann danach noch fliegen. Haha! Nicht genügend Ressourcen. Ach, damit. Hat doch nicht genügend Ressourcen dafür. Okay. Blutdurst. Was ist denn Blutdurst eigentlich? Vom Schlachten durchtränkt. Ist bei Angriffswürfen gegen blutende Ziele im Vorteil. Was? Blutdurst macht mehrfach Angriffe möglich. Okay. Ich kann aber dich hauen gehen. Rettungswurf, Konzentration erfolgreich. Schade. Kann ich dich direkt von hier oben Eldritch blasten? Yes. Sehr schön, dann sollte mich eigentlich... Moment. Der hat... Na, fuck, der hat die Konzentration für Festhalten. Shit! Ich dachte, das wäre der Typ gewesen, den ich gerade ge-Eldritch blastet habe.
Ja, die... dann müssen wir, glaube ich, hier hin und... Sie ist zwar entfernt. What? Und einen Fernkampfangriff machen. Nicht getroffen. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Verbuffen wir uns noch für nächste Runde. Präzisionsangriff. Das würde tatsächlich gehen, ja. Den wäre gegangen, wo der stand. Aber das kam leider ein bisschen zu spät. Wäre wahrscheinlich eine Option gewesen. Jetzt kann der nächste Taktwaffen wieder zuhauen. Alter Schwede, macht die Damage. Also wenn sie rankommt, macht sie unfassbar viel Damage. Kampfrausch vorüber. Ja genau, das meine ich nämlich. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Batz, Ignitia. Stehst du nur daneben. Mit der ich ewig weit wegrennen kann. Nicht genügend Ressourcen. No! Ja, dann. Moment, was habe ich jetzt genommen? Durchbohrender Schuss. Schuss! Bam! Hit that thing. Okay, die waren gut machbar tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Dann looten wir die jetzt mal alle erstmal. Schriftrolle Personen festhalten. Schutz für Gut und Böse. Knochenkappe. Ja, aber ja, in die Dolchwolke reinwerfen wäre wahrscheinlich smart gewesen. Sumpfgras. Ja, wir sollten wahrscheinlich wieder rasten. Wir haben aber keine kurze Rast mehr. Wir müssen eine lange Rast wieder machen. Ach, shit. Ich loot mal noch das knurrige Teehaus. Gegengift, Trank der mächtigen Heilung, gegrillte Brief von M. Here we go. Ja, ich, deswegen denke ich auch da dran. Der Brief beginnt mit einer eleganten kursiven Schrift und endet in einem hastigen Gekrätz Ethel. Baldurstosen Mächte am Werk, die quäkende Schuften versuchen, mich von meinem eigenen Gebiet zu vertreiben. Ich habe mindestens 4 ihrer Leute getötet. Keiner hat geredet, jedenfalls noch nicht. Ihr werdet kaum mehr zu hören kriegen als das Geblöke deiner bescheuerten Schafe, aber wenn du auch nur das leiseste Flüstern hörst, sag Bescheid. Umgehend, M. Aha. Ich nehme mal den Brief von M an mich. Oh. Das war das gegrillte Rippchen, das nehme ich aber auch. Und den Trank der mächtigen Heilung nehme ich mir auch mit. Why not? Ich meine, hier ist ja eh niemand mehr, der irgendwas dagegen, die Krötenkanne, gegen sagen könnte. Holzfass, Sumpfgras, Trank des Sprechen mit Tieren, Holztruhe, Trank der Geschwindigkeit, Elixier des Blutdurstes und noch Heiltränke. Buddha-Brötchen. Buddha-Brötchen! Gib mir die Buddha-Brötchen, die nehme ich auch noch mit. Mäusbrot nehme ich auch noch mit. Schlüssel zum Teehaus. Einfaches Gift, Dolchwurz, Trank des Sprechen mit Tieren und alles einsacken. Schäbiger Kleiderschrank. Trank des Federfalls. Alles einsacken. Weidenkorb. Da sind Zutaten drin. Ein Schweinekopf ist ein Lagervorrat. Klar, das wurde damals so gegessen. Trank der mächtigen Heilung. Nochmal. Und noch ein Heiltrank. Hallo? Und eine Holztruhe. Da ist ein dunkler Ring drin. Wenn du halt abhaust, dann looten wir hier alles. Noch ein Trank für Tiere sprechen. Okay. Aber ja, ich muss auch immer an Gothic denken bei Sumpfgras. Und muss deswegen mal ein bisschen in mich hineinschmunzeln. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn... Hä? Was geht denn jetzt ab? Herbstkrokus, primitive Truhe. Was ist denn da drin? Oh, noch was zu verkaufen. Und Gold. Nett, 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 nett. Verdorbene Sirup-Torte. Was ist denn eine Sirup-Torte eigentlich? Äpfel. Da ist noch ein Heiltrank. Sprechen mit Tieren. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich kann mit Tieren so sprechen. Herren der Nacht und Freunde. Lesen. Es war einmal eine schöne Frau. Männer und Frauen gleichermaßen kamen aus weiter Ferne, um ihre Hand zu gewinnen. Doch niemandem gelang es, ihr Herz zu erobern. Ihre Mutter verzweifelte, denn ihr größter Wunsch war es, dass ihre Tochter Liebe und Glück fände. Und dann starb ihre Mutter. Scheiße. Ja.
Die Frau weinte und weinte, kein Verehrer kam mehr zu ihr, keine Freunde schrieben ihr mehr und sie weinte und weinte. Armes Kind, flüsterte Char ihr ins Ohr, sie wollten dich nur um deiner Schönheit willen, deines Charmes, deiner Anmut. Nun, da all dies durch Trauer ersetzt wurde, schert sich niemand mehr um dich, nur ich. Die Frau sprach mit Char und Char hörte zu. Sie betete zu Char und Char antwortete. Zum ersten Mal im Leben hatte die Frau einen wahren Freund. Und dann bat Char sie, eine Fiole zu nehmen, eine kleine Fiole, eine harmlose, unschuldige Fiole. Sie ging mit der Fiole zu einem Mann. Der Mann füllte sie mit einer Flüssigkeit und sagte ihr, sie solle in einen Brunnen schütten. Solle sie in einen Brunnen schütten. Die Frau tat es. Sie wollte, dass Char sie liebte, stolz auf sie ist. Und dann wurden Leute krank, starben. Doch Char liebte sie und die Frau liebte Char. Nun kommen Männer und Frauen gleichermaßen aus weiter Ferne, um sie zu sehen. Nicht, weil sie schön ist, nicht, weil sie charmant ist, sondern weil sie eine hohe Priesterin Chars ist. Und ihr Wort ist Gesetz. Aha. Was? Achso, ich hab gepinkt. Lul. Ich wollte stehlen. Hackeball braucht man nicht, Trank der mächtigen Heilung nehmen wir nochmal mit. Feuerstelle. Ich kann sie ausmachen, aber sie ist einfach abgehauen hier rein, ne? Sie ist aber hier durch abgehauen. Erklettern. Haha! Wir sollten aber, bevor wir, glaube ich, da reingehen, nochmal eine Rast machen, weil wie gesagt, uns geht's nicht so gut und... Wir haben unsere Heilerin, hat keinen einzigen Zauberplatz mehr. Ja. Speichern auf jeden Fall mal. Ich muss meine Tränke auch wieder aufteilen. Stapel teilen. Wir nehmen wieder drei weg. Können wir einfach das mal hier rüber geben. So, Stapel teilen. Und geben das rüber. Stapel teilen und geben das auch noch hier rüber. So. Haben wir das gemacht und dann würde ich sagen, sollten wir, glaube ich, eine lange Rast machen. Wir haben auch noch einen Zauberslot, von daher lange Rast. Oh, was geht denn jetzt ab? Also bei den langen Rasten gibt es häufiger mal irgendwas, was sie eignet. Moisture drips down your forehead. Pain shoots through your fingers. Ach, weil ich im Sumpf eine lange Rast gemacht habe. Die Finger auf den Mund pressen. Durch die Finger schießt Schmerz. Finger your auf den finger Mund. Traces the arc of your lips. Wetness. Sweat, blood and saliva mixed into one viscous liquid. Hey, was soll das denn jetzt? Chukilgate vlaketh mazathok. Can you feel it crawling through you? Tendrils squirming in your chest, gripping your heart, piercing your belly. Your bones popping, your flesh swelling. I can. I see it in you. I feel it in me. We are lost. I will be quick with my blade. First you, then the others, then myself. Your minds intertwine. You sense a touch of uncertainty, a touch of disgust. Ich will nicht die Elitiden verwenden. Überzeugung. Wir sind nur erschöpft. Legt das Schwert weg, bevor ihr die Dummheit begeht. Es ist nur ein Fieber, ihr müsst ruhen. Seht ihr nicht, wie weit es mit euch gekommen ist? Gebt die Klinge, ich mach's. Gebt mir die Klinge, ich mach's schnell. Ich bin eher bei Überzeugen als bei Täuschen, auch weil ich bei Täuschen sehr viel mehr Bonus habe. Also sehr viel mehr. Hier habe ich plus 4, hier habe ich plus 8. Ja, komm, wir sind ein Täuscher. Situationsabhängig, Vorteil. Und Vorteil haben wir auch noch. Ja, ganz entspannt. Ganz entspannt. Wobei Partymitglieder täuschen vielleicht nicht so cool ist. One motion across the neck.
Halt, stopp, wir haben noch Zeit. Chuck, ist einverstanden? My anger is surpassed only by my respect. Sie hat Respekt, wenn man sie verarscht. Wie nice. Know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Okay, wir sind also krank. Scheiße. Das ist ja nicht so geil. Sind wir ehrlich. Oh oh. Melody? Okay, wir sind. I came just in time. You are transforming. Wer bist du? Oh, du bist mein Typ, den ich erstellt habe. Mein Wächter. Ich kenne eure Stimme, ich habe euch schon einmal gehört. Yes, you have. I saved you before. Ah, du warst der meinen Absturz gesaved hat, oder was? Ah. I'm here to save you again. Okay. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. Okay, und die anderen? I'll protect you. Okay, das ist nett. Dann nehme ich die ausgestreckte Hand. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Das ist angenehm. Aber... I haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Wir sollen uns also nicht entfernen. Verstehe ich das gerade richtig? Und wir die Mächte von Gedankenständen haben, aber kein Gedankenständer sind, sondern ein Mensch dabei? So hört sich das für mich gerade an. Fancy, was ist das denn? Sind wir jetzt bei Endgame? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. I don't know. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Okay. I promise. Hier passieren Dinge. Okay. Moment, mit dir muss ich noch reden. Warum muss ich denn mit dir noch reden? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Was? Ach so. Naja. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. Wieso? One night soon, when we make camp, the veil will be lifted. And I'll pay my penance. Muss mir Gedanken machen? I promise. I can't say the same about me. Wieso stirbst du oder was? Ich verstehe es nicht. Fucking Foreshadowing, sag doch einfach, was los ist. Noch mit jemandem reden? Nee. Die anderen sind alle fein. Gut, dann würde ich sagen, wir verlassen das Lager. Es lag anscheinend nicht am Sumpf. Es war, glaube ich, nur Zufall, dass wir auch im Sumpf waren. Oder? War vielleicht auch nicht. Holztreppe. Welchen Untergrund kommen wir denn jetzt? Überwucherte Tunnel. Schurkenmurche wieder mal.
Ja, gespeichert. Okay, ich glaube, wir müssen hier nicht schleichen. Warum ist das hier? Very well. I can't. You are as thick as they come, sweetness. This is my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Sag mir, wo Marina ist. Eaten your brain already. Leave. Oh, you'll end up. Die können uns anscheinend auch heilen. We'll go nicely with Marina. She's already marinating. Ah. Würde ich sagen. Stop. Please. What's that? Please. Ich weiß nicht, wo ich jetzt die Wahrnehmung geschafft habe. Das ist so ein bisschen mein Problem, glaube ich. Don't. My sweet Callum. Whose beloved ass that his beauty never fade. Stop. Please. As you edge closer to the mirror, a pale face appears, contorted in fear. Fists slam against the mirror's surface again and again. Können den Spiegel angreifen, weil anscheinend ist jemand im Spiegel gefangen. Ich habe einen Malus bekommen. Spiegel zerschlagen. Schlechte Idee, stellt sich raus. My sweet Callum. Most beloved artist that his beauty never fade. My darling Magrin, she wished for the mind of a genius, but that silly head crushed me. Jetzt bin ich irgendwie verflucht. So eine Scheiße. Bei Angriffswürfen und Rettungswürfen, das ist doch richtig beschissen. Blinde Elfe. This poor dear wish never to lay eyes on her family again. Away. My dearest Ephraim, he begged me to halt the deadly disease that ravaged him. Ich kann aber die Leute nicht retten vom Versteinern und sowas. Please. Please. Flüstermaske. Das ist eine Pflanze, ne? Ne, es ist nicht. Teil der Herde Tantchen Ether sagt Hallo, Schätzchen. Das ist mir zu gefährlich, die mitzunehmen. Würde ich behaupten. Das muss ja schief gehen, wenn ich die mitnehme. Hier, leg die wieder hin. Da. Moment, da war Platz irgendwo. Da. Behalte die scheiß Flüstermaske. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Was das letzte Mal passiert? Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him. Dismembering him painstakingly, ugh, limb by limb. She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. Ich habe keine Angst vor der Fiddle. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door. Shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Screams of terror pierce the air. Das kann man komplett verpassen. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. Hmm.
You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Run. Okay, es gibt keinen anderen Weg. Überzeugen, einschüchtern. Ich bin bei Einschüchtern halt geübt, ne? Aber wenn ich die Pferde töte, bist du frei. Ah, ich habe keine Lust auf den Scheiß. Ja, let's go. Ich brenne nieder, wenn er mich nicht durchlässt. Und ich habe es geschafft, ganz entspannt. Plus 4 durch göttliche Führung bekommen. The door shudders, imagining its wooden frame cracking and splintering in a raging inferno. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. With a jerk, it's an illusion. Pulled from the vision. You feel the presence within shrink, terrified. Ich wollte eigentlich mit dir reden und die Sanduhr machen. My gentle Lauren. He wished to know what was to come. Please. Please. No. No. Don't look. Mustn't look, mustn't see. Was genau nicht ansehen? I see it. I see what's to come. You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead. Wow. Das kommt irgendwann immer. Logisch. Es ist nicht echt. Ich sehe nur euer Spiegelbild. Hey, seht mich an. No. No. Can't stop. Can't. Gods, don't hurt me. Oh, please. Please. Please, please, please. Warum sollte ich euch was antun? Monster. Nein, Monster. Warum bin ich denn ein Monster? Oh, mind dripping. Flesh peeling. Ah. Mind flayer. Ich bin kein Gedankenschinder. No. No. Mind flayer. Get away. Get away. Ja, sieh die Zukunft, weil ich könnte irgendwann einer werden. Okay. Stop. Stop. Okay, der redet nicht mehr mit uns. A thief who tried to steal from Auntie. Now the good guards my home. Wenn er das Gespräch beendet. Aber der hat mich doch schon durchgelassen, dachte ich. Wir können einfach durchlaufen, dachte ich. Tada! Illusion und so. Ihr könnt mitkommen, danke. So, speichern. Knochenkappe brauchen wir nicht mitnehmen. Knochenhaufen. Das können wir vielleicht doch mitnehmen. Ein Dolch. Ein Dolchle. Moment, wer bist du? Maske der Vergeltung. Vergängliches Flüstern. Ah, ist wieder Schlamm. Ugh. Du kannst gegen den Bewusstsein schlagen, statt sie zu töten. Passivwerte Reiter in der Schnellleiste aufrufen. Nicht tödliche Angriffe ein aus. Passivwerte Reiter in der Schnellleiste aufrufen. Nicht tödliche Angriffe ein aus. Gut, dass ich wieder den Bug habe. Und nichts mehr machen kann. Fuck. Der ist nicht dran. Bist nur du dran und du hast keine Option, Dinge zu tun. Wie beende ich denn das Ding? Leertaste ist halt falsch gebunden. Da muss man neu laden. Also den Bug ist, der ist irgendwie blöd. Der denkt aus irgendeinem Grund beim Kampfbeginn, dass manche Charaktere in einem Gespräch sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Mal gefixt habe. Ob ich irgendwie ein Menü geöffnet habe, wo es dann wieder ging? Ob ich Loot-Menü oder so einen Quatsch geöffnet habe? Der Bug ist jedenfalls noch ein bisschen blöd. Wenn man nicht direkt davor speichert. Don't. So. What path lies before me? Um.
Okay, Kampf beginnen. Aua. Aua. Yes, Auntie. Outwake them. Aua. Die sind alle vor uns dran und Moment, Fluch des Bedauerns pro Zug. Bloch. Das ist ja sehr unangenehm. Bedianke Pion, springen kein Ziel. Wait, what? Ich kann den anderen springen lassen? Ey, ich bin irritiert. Ich kann hochspringen. Springen ist aber eine Aktion. Ne, ist eine Bonusaktion. Ich kann da hochspringen. Holy shit. Moment, wo kann ich jetzt... Vorhin kann man das Tutorial mit Passiv werden. Mit Passiv hier. Nicht tödlichen Angriffen, meine ich. Fähigkeiten, Rüstungsklasse, nein. Alchemie, Zauberbuch. Ah, hier ist Alchemie. Nice to know. Das ist, nein, ich habe C gedrückt, weil ich ein Charaktermenü wollte. Das ist Schleichen, jetzt habe ich meine Aktionen verbraucht. Okay, ich muss nochmal kurz nachgucken. Baldur's Gate 3 Non-Lethal Attacks. Das geht nämlich bei Dungeons & Dragons eigentlich permanent, dass du jede Attacke als nicht tödlich markieren kannst. Non-lethal attacks are passive feature in Baldur's Gate 3. Non-lethal attacks are used to knock someone unconscious, not killing them. Passive features can be toggled on and off as a player sees fit. Knock someone unconscious, how to unlock, can be unlocked. Non-lethal attacks, notes and tips, note that NPCs knocked unconscious will disappear after a long rest. Wie mache ich's denn? One successful use on a target, you can steal their belongings and sell them to a merchant. Must be unarmed or using melee weapon. Doesn't work on undead or constructs. Okay, es geht nur mit Nahkampf. Aber wie? How to use. Bla bla bla. Es gibt sogar ein Tutorial dafür. Non-lethal attacks, once in combat with one or more enemies you want to knock out. Position any character with a melee weapon or use their fist within striking range of the target. Step 2, on any carry, go to the passive sub-menu at the bottom of your hub. Okay. Try mal das nochmal. Kann ich auch da hochspringen? Anscheinend nicht. Wieso kann sie denn da hochspringen? Holy shit. Das wäre voll gut. Weisheit fehlgeschlagen. Okay, das hat schon mal mehr wehgetan. Ich habe das Gefühl, ich... Aua, das hat doppelt mehr wehgetan, ey. So, Passive Submenu. Wo ist denn das Passive Submenu? Gelegenheitsangriff. Reaktionen. Nee. Warum hast du eigentlich einen Einhandstreitkolben nur in der Hand? Achso, unten. Aber du hast keine Fernkampfoption. Das ist das Problem. Ah, hier, passiv. Haha. Da kommt es her. Alles klar, da unten. Okay. Okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden. So, du kannst aber auch nicht da hochspringen, oder? Nee. Zu hoch. Bannzauber ersten Grades. Untote vertreiben, Stille, spirituelle Waffe. Können wir schon mal da beschwören, würde ich sagen. Aber die ist, glaube ich, tödlich, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das müssen die Leute auf jeden Fall erstmal runterhauen. Dann kann ich schon normal angreifen. Gut. Again. Was? Wer redet denn da? Warum habe ich denn plötzlich. Ich bin irritiert.
I'll break them. Don't make me hurt them. Okay, sie kann sich wehren. Aua. What the fuck? Lahmgelegt. I guess wir nehmen einen Heal. Und einen Eldritch Blast hinterher. Das sehen wir nicht. Unsichtbarkeit. 10 Züge bin ich unsichtbar. Wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Und dann können wir nämlich durch die Gegend laufen, ohne dass wir aufgestöbert werden. Brauche aber noch ein Heal. So, du kannst aus Gründen da hochspringen, ne? Ne, du warst es nicht. Das war hier unsere Lazelle. Die hat ja auch. Ach du Scheiße. Die auch schon wieder hart ins Gesicht gekriegt. Warte nochmal für alle an, damit möglichst auch das Ding drin. Aber ich durch spirituelle Waffe kann ich nicht tödlich angreifen. Erbe von Avernus, senkendes Niederstrecken. 1d12 plus 2d6. What? Einmal pro lange Rast. Bewirke zwischenzeitlich und lass dein Ziel in Flammen aufgehen, wodurch einen 6 pro Zug machst. Okay, ich komme auf jeden Fall nicht dazu, irgendjemanden anzugreifen diese Runde, außer ich spurte. Und ich glaube, ich würde mal gern zu dem Dude spurten. Weil der ist nämlich ein Fernkämpfer, dann kriegt er Nachteil. Kampfrausch! So, du hast nämlich noch HP. Ja, und du wirst schon mal direkt durchatmen, weil wir brauchen deine HP. Und du kriegst noch ein paar Mal psychischen Damage. Ist ein bisschen blöd. Achso, springen darfst du jetzt nicht mehr, weil die Bonusaktion. Ach, jetzt ist die Bonusaktion verbraucht. Run, Boy. Nee, Girl. Weiter kommen sie nicht. Das ist ja unangenehm. Jetzt brauchen wir Überlegenheitsangriff. Treffe ich besser. So. Macht einfach einen Angriff zurück, die Sau. Schweinerei. Maske der Vergeltung. Ah, deswegen Maske der Vergeltung. Aber wir haben ja eh keine Aktionen auf dem Ding. Weisheit fehlgeschlagen. Das ist sehr gut. Adi, be kind to our guests. Ich würde gerne erstmal einen rausnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und Lazelle übernimmt das dann. Wir müssen auf jeden Fall mal Wunden heilen auf dich machen. Take your... Sonst bin ich ziemlich schnell ziemlich down. Und die Frage ist, wollen wir jetzt noch einen Zauberslot opfern für bessere Tankiness? Dann glaube ich auf mich selber. Und dann laufe ich hier durch. Hallo. So, Weisheit fehlgeschlagen. Dann kann ich aber attacken for free, wenn du wegläufst. Fluch des Bedauerns ist das. Oh Gott, ist das eklig. I won't. Aua! Das, der Damage ist ja... Der ist richtig eklig. Ich meine, jetzt bin ich aber nicht mehr unsichtbar, oder? Ich habe unsichtbar verkackt. Oh, scheiße. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich brauche noch einen Heal. Und dann renne ich mal hier hoch, damit ich einen Höhenvorteil habe bei Zugriff. Okay, ich darf nicht hoch. Vergiss es. Rücksichtsloser Angriff. Auf ihn. Let's go! 12 plus 1. Finde ich gut. Kampfrausch beenden, Spurtbonus. Ich habe Spurt als Bonusaktion. Kann ich einfach durch die Gegend spurten.
und wieder zurück. Einfach nur um zu laufen. Ja, es wäre gut, wenn wir dich mal rauskriegen, ne? Fesseln und das Schlag der Waldmaid ist eine Bonus-Action. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier so einen fetten Angriff. Bewusstlos dauerhaft. Okay, haben wir die K.O. geschlagen. Und dich gibt's da hinten noch. Aber du bist halt auch ziemlich down. Brauchst eigentlich auch... Boah, genau, es war keine Action mehr. Wir brauchen noch ein Tatendrang-Ding danach. Zug beenden. Du gehst damit hin. Zug beenden. Aua! Aua! Eigentlich müsste es ihr heilen, blöderweise. Und heilen, das Wort habe ich nicht mehr mitgenommen. Gedanken wahrnehmen, mysteriöses Artefakt. Ha. Du bist am... Dich können wir, glaube ich, rausnehmen, hoffentlich. Mit dem nicht-tödlichen Angriff. Versuchen wir das erstmal. Nope. Hat Fluch des Bedauern aber gebrochen. Damit wir nicht konstant Damage kriegen. Können wir das auf sie noch machen? Ja. Damit sie weniger Damage kriegt. Weisheit fehlgeschlagen. Schade, damit sind wir benommen. Hä? Die wollen mich noch wegschubsen, die Sau. Der ist der Healer! Geek the Healer! Was ist mit dir am Abgehen? Ultradinische Rüstungsverstärkung 2 erhält 2 bis 8 plus 1 Trefferpunkte pro Zug. What? Unangenehm. Können wir nicht einfach hier hochfliegen? Hier ist noch eine Waffe. Ja, können wir. Zug von dir beenden. Rücksichtsloser Angriff. Können wir das einfach immer wieder machen? Ja, ne? Dieses K.O.-Schlag ist an. Damit ist das Ding auch K.O. Let's go. Got it. Hätte wahrscheinlich dahin mitlaufen sollen, ne? Du kannst schon nicht mehr springen, weil jetzt die Bonusaktion weg ist. Ach, dammit. Kommen wir? Wir kommen mal bis da hoch. Dann können wir zumindest noch attacken. Attack the healer! Sehr schön. Zug beenden. Hab ich nicht deinen Zug schon beendet? Du hast schon sehr viel gemacht, auf jeden Fall. Ich glaube, von dir will ich weg, Nebelschritten. Da hoch zum Beispiel. Würde mir nicht auf Keks gehen kannst. Schauriger Strahl. Schauriger Strahl macht 1 bis 10. Dann sollte ich ihn ja nicht töten dürfen. Außer ich krieg einen krassen Crit. Ich hab gekrittet. Schade. Hä, wer ist denn jetzt hier noch am... Achso, der Heiler. Ja, okay. Der Heiler ist noch da. Ich habe halt wirklich in dem Moment gekrittet. Ich dachte, kann ja nichts passieren, ne? Ach, scheiße. Oh, aber da darf ich hochspringen. Hey, da durfte ich gerade hochspringen. Das ist schön, weil dann kann ich ihm nämlich nochmal... Nee, kann mir lieber selber einen Heal geben. 12. 12 ist geil. Heal er sich selber. Und ey, nicht runterschubsen, du Sau. Aber du kommst wenigstens runtergelaufen jetzt. Wo will denn hin? Eldritch Blast! Okay, das haben wir schon mal daneben. Daneben. Blöd oder Glück, je nachdem.
Komm, attack it. Benommen. Okay. Wir haben die meisten, wir haben nur einen gekillt, ja? Wir haben die meisten hingekriegt. Ohne sie zu töten. Direkt mal eine kurze Rast für die Heals und speichern. So. Die heilen dann auch nach und nach. Giftige Schleimbombe. Verblichene Notizen. Lesen. Dies, das jeden Morgen, denk dran, sie ist nicht deine Freundin, sie ist nicht deine Familie, isst das Essen nur, wenn sie zusieht, trinkt den Tee nur, wenn sie zusieht, trag die Maske nicht, trag die Maske nicht, trag die Maske nicht. Der Rest des Textes ist in großen, dicken Lettern das Wort Lügen geschrieben. Maske der Knechtschaft. Maske der Vergeltung. Schlagende Lederrüstung. Und das geben wir Schattenherz zu tragen. Man muss ja schon die Leute auch looten danach. Was? Ziel nicht erreichbar, so ein Quatsch. Hier, Schattenherz trägt das. Ist nichts wert und ist auch nichts wert. Wo haben wir denn einen getötet? Hier ist, glaube ich, der hier in der Mitte, den ich außerdem gekrittet habe. Ne, ist der hier, ne, den ich außerdem gekrittet habe. Wo ich gar nicht wollte. Ich glaube, das sagt mir hier, ich bin in einem feindlichen Gebiet. Nur so ein Gefühl. Ja, hier, Schattenherz. Schattenherz. Wimmelpilz. Essenz aus Wimmelpilz. So, hier hinten war nichts, da waren wir in dem Bereich unterwegs. Hier oben ist, glaube ich, auch nicht so viel. Sieht zumindest nicht danach aus erstmal. Und das sieht wie nach einer Illusion aus. Hüpf! Durch den Wasserfall. Schädliche Dämpfe. Ja, geil. Und da ist noch eine Falle auch noch mittendrin. Yo! Schwere Gegenstände können über Lüftungsschächte platziert werden, damit nichts Gefährliches aus ihnen hervorbricht. Oh! Schwere Gegenstände können über Lüftungsschächte platziert werden, damit... Oh, man kann die verdecken. Müssen wir halt nur einen schweren Gegenstand haben. Gleich Problem haben wir hier unten wahrscheinlich auch. Ja. Haben wir irgendwas Schweres dabei? Ich tippe ja auf nein. Also, wie schwer muss denn sein? Reicht eine Rüstung? Eager for battle. Reicht sowas hier, um das da... Aber ich kann das, glaube ich, nicht so weit werfen, oder? Entlüftung. Nope. Eine Rüstung reicht nicht. Das ist ja uncool. Wo kriegt man denn jetzt was Schweres her? Das Gefühl, wir brauchen übrigens mal wieder unsere Fackel, damit wir was sehen, wo wir überhaupt rumlaufen. Der geht jetzt noch voll weit runter. Gut. Hüpfen wir mal wieder auf die andere Seite. Ist unsere Fackel ausgegangen? Unsere Fackel ist ausgegangen, weil wir durch Wasser durchgehüpft sind. Sehr schön. Ich hab nichts. Also ich bräuchte irgendwie ein Fass oder sowas. Das habe ich noch nicht dabei. Irgendwie ein Wasserfass oder so wäre gut. Glaube ich. Eingangsgalerie. Please! Ja, 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 schrei doch nicht so. Wait. Wait. Wo kam ich rein? Da, oder? Hier oben irgendwo. Don't look. Don't. Ich habe jetzt irgendwie 7 Jahre Pech, weil ich einen Spiegel zerschlagen habe. Kann das sein? Wie kriege ich denn das wieder los? Spiegel zerschlagen ist eine ganz schlechte Idee. Habe das mal fest. Muss irgendwie eine Verfluchung aufheben, aber ich glaube, ich habe nichts davon. Also selbst das hier, schwachte Genesung, Krankheit, Gift, Lähmung und Blindheit.
Das ist es aber nicht. Oh. Das ist nicht, was ich meinte. Light on my feet. Kann ich einen Weidenkorb? Reicht der schon? Es ergibt keinen Sinn, dass ein Weidenkorb das aufhält. Eine primitive Truhe würde aber wahrscheinlich gehen. Du bist doch relativ stark. Kannst du die nehmen? Stehlen. Geh mal wieder rein. Lauf. Ja, ganz entspannt. Stop. Dahin. Sie haben die Truhe reicht. Achso, er bräuchte mehrere vor allen Dingen. Unangenehm. So. Da habe ich die primitive Truhe. Nicht genügend Platz. Entlüftung. Haha! Die hat funktioniert. Dann können wir den Schuppenpanzer wieder mitnehmen. Nice one. Waren ein paar Fallen drin. Ja, wieder mein Dude hier als ersten. Oh, what? Wie viele Fallen gibt's denn hier? Ich gehe am Stock. Hallo. Wo ist hier die Entlüftung? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Kann mal einer von euch bitte ein bisschen besser wahrnehmen? Okay, seltsame Blume. Entlüftungsschacht. Seltsame Blume. Das ist auch wieder ein Trap. Okay, wir brauchen mindestens noch... Achso, oder wir nehmen es halt mit. Ach, come on! Die Alternative ist... Wir haben erstmal das Problem, dass wir gleich keine HP mehr haben. Komm dann bitte hier runter. Alle schön nah ran. Machen das mal so. Und du musst mal bitte auch hier runter. Und dann... Nee. Müssen wir die von möglichst weit weg aufheben. Aua. Unangenehm. Vielleicht hätten wir das doch nicht so machen sollen. Hätten wir vielleicht lieber was Neues holen sollen. Primitive Truhe. Entlüftung. Zu hoch. Entlüftung. So. Kann ich die Sachen entschärfen? Bitte nicht reinlaufen, Leute. Entschärfen. So, 4 bis 7. Und wir haben Entschärfung. Komm schon. Jawohl. Und dich entschärfen wir auch nochmal, bevor wir auch nochmal ins Gesicht kriegen. Sehr schön. Die Fallenentschärfung klappt, wenn ich die Fallen erstmal entdeckt habe. Haben wir ganz gute Geschicklichkeit. How much farther can I go? Und wir brauchen wieder Licht. What am I to do? Wunden heilen auf dich selber, aber du hast die meisten Wunden. No time to rest. Das war echt schon wieder keine Zauber. Be wary. Oh Gott. This place is trapped. Uff. Entschärfen. Man weiß ja nie. Let's go. Die 10er sollte man eigentlich gut schaffen mit den ganzen Bonus-Sachen, die wir haben. Mit der Fingier-Fertigkeitsübung. Speichern.
brauchen mehr schwere Gegenstände. Sehr viel mehr schwere Gegenstände. Oder wir hätten oben einfach rüberspringen können? Wir können hier einfach rüberspringen. Und dann hier hochgehen. Oder müssen halt hier unten rein. Ich glaube, das sieht nach einer Falle aus. Egal, wir springen da erstmal rüber. Was? Nicht genügend Platz? Hör auf, rumzulaufen! Don't waste a step. Das war so klar, ich hab's gesehen. Und sie macht einfach wirklich einen Step vorwärts. Bisschen anstrengend, Madame. Okay, ist wieder eine Falle. Sie sind einfach in den... Okay. I've got a long road ahead. On my way. Könnt ihr aufhören, die Scheiße zu laufen? Meine Fresse! Please! Es war sogar schon entdeckt. Und sie rennen trotzdem rein. Meine Güte. Also die Wegfindung ist schwierig. To say the least. I'm ready. Whatever it takes. Ich sehe doch die Falle sogar. Warum rennt ihr denn immer sonst wohin? Bleibt doch einfach mal ruhig stehen, wenn ihr in der Nähe seid. Oh shit. Aber mit plus 4 schaffen wir es doch. War knapp. Hätte auch schief gehen können, wenn wir nur 5 rollen. Okay, hier gibt es irgendwie noch einen oben Bereich. Aber warum? Du kannst doch hier hinspringen, weil du diese komische Psionik hast, ne? Aber das ist einfach literally nichts. Hm. Vor allem können alle hochspringen, außer ich. Weil ich zu kurze Beine habe, oder was? Can't slow down. Bin ich denn eigentlich hier? Achso, das ist der andere Abzweig hier oben gewesen. Dann wäre ich hier gelandet. Da ist noch eine Truhe. Nee, du kannst die holen. Oder? Mit deinem Megasprung? Ey, Kamera, lass mich. Ah. Man sollte drauf achten, ne? Der Weg beschreibt dahin. Wenn ich dahin springen kann. Von oben. Schön durch die ganzen Giftsachen. Ah, okay. Dann kann ich sie doch nicht holen. Kann ich nicht Mage Hand benutzen? Hier, Magierhand. Beschwörungszaubertrick. Nicht genug Platz da, Magierhand. So, und du sollst jetzt fliegen hierhin? Nimmst die Truhe? Angriff werfen. Und bringst sie irgendwo anders hin? Sie ist zu weit entfernt. Oh, das ist schlecht. Okay, ich muss mal auf Toilette. Wir könnten mit der Magierhand die Truhe bewegen. Das wäre voll smart gewesen von Anfang an. So, aber wir hatten doch... Hä? Ist das Spiel weitergegangen? Wir hatten doch unsere Magehand. Let's get going. Was? Warum ist denn die Magehand jetzt weg? Oh Gott. Escape lässt das Spiel weiterlaufen im Hintergrund. Warum? Warum, Leute? Okay, keine Mage-Hand für uns. Breathe deep and move. Aus Gründen. Oder noch ein anderer mit einer Mage-Hand? Nee, ne? Nee. Let's move. Best be on my way.
Ist das euer Scheiß Ernst? Hier kann man wohl drüber laufen. Lady of Sorrow's guide us. Did you want something? Ich will gar nicht mit dir reden. Weggehen. Hüpf einfach hier rüber. Bitte lauf jetzt nicht da oben rum. Okay. Huf. What? Kamera. Ich will doch nicht mit dir reden. Ich glaube, ich habe einen verzauberten Kampfstab übrigens. So. Jetzt sind wir hier unten. There. In the cage. Da ist er, die wir haben wollen. Und da sind noch Fallen. Ja, ich sehe sie schon, diese komischen Blumen als Fallen. Deswegen hüpfen wir hier runter. Silvanischer Stein. Was ist denn hier gelandet? Trank der Geschwindigkeit. Brief von Ethel. Schweinekopf. Oh, des allsichtigen Auges. Das könnte uns sehr helfen, wenn sie... Was? Bittere Scheidung? Was bist du denn? Du bist eine Pflanze, oder? Treten Wurzeln, aus denen der Zauberstab besteht, klemmen Fleisch und Haarklumpen. In die Oberfläche ist Connor eingeritzt. Das ist ein Zauberstab. Hey. Spannend. Hier gibt es irgendwelche Opfersachen, Knochenkappe, schwere Truhe. Nehmen wir mal mit. Kannst du die schwere Truhe noch einsacken? Könnte uns dann auf dem Rückweg nämlich helfen. Moment, aber die Briefe wollte ich lesen. Auf jeden Fall lesen. Das ist eine Garde Concierge für Ethel, die Geschäfte gehen schleppen. Wie ich höre, keine Bange, ich habe einen Auftrag für euch. Ein Kunde hat Baldur's Tor verlassen, um zu zahlen. Meine Agenten haben eine Spur zum Chianta gefunden und sorgen dafür, dass er durch euer Gebiet kommt. Tut mit ihm, was ihr wollt. Im Gegenzug habe ich ein Mädchen, das euren Vorlieben entspricht. Ihre Mutter hat den Verstand verloren. Mein Kontakt hat ihr versichert, dass ihr helfen könnt. Sie wird die übliche Route nehmen. Unfähiger Brief wurde in krakeliger Schrift verfasst und ist mit Tintenklecksen bezogen. Liebste Schwester, geht es dir gut, mein Herz? Ich kann kaum glauben, dass du einen Welpen entwischen hast lassen. Ich wäre zutiefst beschämt, aber keine Sorge. Meine Rotkappen haben das Kerlchen erwischt und lassen sich jetzt genüsslich Zeit mit ihm. Vor ein paar Nächten haben seine Schreie aufgehört, aber das Schluchzen geht weiter. Er wird voller Reue sterben, ein Vettel hintergangen zu haben. Eine Mutter mit schwindendem Verstand, du kennst mich ja so gut. Ich habe eine herzallerliebste Maske für sie. Du musst mich unbedingt besuchen. Klauen das einfach. So, der Schweinekopf ist uns ja wurscht. Mumenstecken. Was ist denn ein Mumenstecken? Strahl der Übelkeit gibt einem das. Ist so eine Art Kampfstab mit Zauberfähigkeiten. Der ist legendär, glaube ich. Und ne, ungewöhnlich steht dran, aber der hat einen besonderen Namen. Würmer wimmeln unter den bröckligen Oberflächen dieses Muschenstabs. Jede Berührung erfüllt dich mit unerträglicher Übelkeit und am merkwürdigsten. Und einer merkwürdigen Sehnsucht, es rief er nach seinesgleichen. Eben. Können wir unserem Dude abgeben. So, was sind wir denn hier gelandet jetzt?
Pilzring. Wir speichern mal. Ich weiß ja nie, was hier jetzt abgeht. Ist das ein Teleporter irgendwo hin? Wow. Das geheime Ein- und Ausgang oder was? Wir folgen. Karlach ist inspiriert. Arkane Barriere. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ganz woanders. Irgendwas kreischt hier nach uns. Ich wollte es eigentlich untersuchen. Okay. Wie bricht man eine arkane Barriere? Ich dachte, jetzt könnte ich irgendwie einen Roll drauf machen oder sowas. Finger weg, Schätzchen. Ete ist nicht begeistert, Schätzchen. Nachteil bei Würfen auf Weisheit. Jetzt komme ich hier von hinten irgendwie rein. Okay, das hätte ich auch vorher schon finden können. Schlüssel von Teehaus benutzt. Okay, das hätte ich vorher finden können. Hätte ich auch den Eingang wahrscheinlich direkt finden können. Ich bin voll vorne durchgequält. Geht's hier noch irgendwo hin? Glaub nicht, ne? Nicht wirklich. Das ist nur dahinter. Achso, Finger weg, Schätzchen. Ete ist nicht begeistert. Hat eine ziemlich starke Barriere um irgendwie ihren Sarkophag da gemacht im Körper wahrscheinlich. Gehen wir in den Pilzring mal und kommen wieder rein wahrscheinlich, ne? Das ist eindeutig der bessere Weg gewesen. Ja, das wäre eindeutig der einfachere Weg nach drin gewesen. Was ist das denn hier? Weidentruhe. Trank der Geschwindigkeit, Elixier. Heilen wir mich nochmal, so. Eifersucht der Liebenden. Was ist das? Der Trank duftet eigentlich nach Rosen und Honig. Doch darunter liegt ein unangenehmer Fäulnisgeruch. Einmalige Verwendung. Giftresistenz, Psycheresistenz. Ich glaube, das will ich nicht mitnehmen. Hier, kannst du wieder haben. Welke Träume, gebrochene Versprechen, Schmetterlinge, Bauch, verlorene Zeit. Okay. Ja, jetzt sehen wir auch wieder was. Wenn er die Fackel nicht so weit unten halten würde, wird man was sehen, besser gesagt. Das wäre irgendwie gut, wenn er das nicht machen würde. You want the girl so bad. Du gehst mir ganz schön auf den Sack, weißt du das? Habe ich eigentlich noch? Au. Sehr ver. Yo! That cage won't last. Was mache ich denn jetzt? Die ist dahin gegangen, aber die hat 112. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich da raushole. Zielpunkt nicht erreichbar. Untersuchen. Ja. Schwierig. Keine Ahnung, wie ich zu dir komme. Keine Ahnung, wie ich zu dir komme. So noch Create and Destroy. Ah, ist halt super tot, ne? Gebet der Heilung. Nee, hast du das Wasser noch drin? Hast du natürlich nicht, ne? Pff, da ist nur die schwache Genesung noch drin. Please, please, please.
Ich habe nichts dabei, womit ich hier helfen kann, glaube ich. Schriftrolle, Dunkelsicht, Knochenkälte, mit Toten sprechen, Schutz für Gut und Böse. Wenden Feen, Unholden und Untoten. Könnten mir Schutz für Gut und Böse geben, grässliches Gelächter. Glaube ich nichts, was mir wirklich viel bringt. Gedanken wahrnehmen. Brennende Hände. Ich glaube, ich werde mich hier hochporten müssen. Ich habe einen Nachteil gegen sie. Aber das müsste ich, glaube ich, machen dürfen. Bloody clever clogs. Okay. Ich habe keine Ahnung, also brennt 5. Okay, der hat wirklich einen HP-Balken. Keine Ahnung. Ja, du musst wieder Wunden heilen. Also musst du das trinken auf jeden Fall. Heilige Flamme. Komme ich nicht ran. Dann spurtest du. Wir müssen auf sie gehen. Hüpf doch da runter. Das würde ich nicht töten. Okay, du hast 8 HP vielleicht doch. Du kannst, glaube ich, nicht so weit springen, dass du kommst bis dahin. Aber das sind halt die Tanten nur. Keiner von uns kann halt irgendwie löschen. Du kannst aber bis dahin springen, oder? Moment. Das ist die falsche. Die werde springen können. No. Zu weit entfernt, Weg ist unterbrochen. Incoming. Dann rennen wir mal hier hoch. Soll ich jetzt das Ding anfangen zu heilen, oder was? Au. Moment, was? Vergiftet. Blitzladung 3. Konzentration verloren. Gelähmt. Das ist natürlich richtig gut. Wie soll ich denn den Kampf gewinnen, wenn die mich alle lähmen? Ist das euer scheiß Ernst? Müsste sie halt angreifen, die anderen. Kritischer Treffer. Das Ding ist auch ab. Moment. Brennend heißt 1d4 Schaden pro Zug. Also begrenzt. Spirituelle Waffe, Großschwert. Initiative 1. Und diese Runde ist nicht mehr. Tot. Ich könnte auch da reinspringen, da sterbe ich einfach. Geil. Awesome. Warum darf ich. Was hier? Giftwolke ist. Ach, come on. Giftwolke auch noch? Achso, ich brauche 3 Meter Bewegungsradius, sonst darf ich nicht. Konzentration, Person festhalten, 25%. Dann gehen wir dahin, würde ich sagen. Und geben uns noch einen Zug. Zug beenden. Moment, ich habe doch gerade noch einen Zug gegeben, oder? Hä? Jol, sie hat gegen den Baum geworfen. Aber, achso, da geht's hoch. Oh no. Ich glaube, ich bin gleich dead.
Ja, der hat zum Glück nicht gehittet. 25? Alter. Can't slow down. %16, ja geil. Nicht genügend Bewegungsrate. Hey, ich will den Spell haben. 25%, ja super. Weil ich vergiftet bin? Wieso bin ich denn bei... Nase bei Angriffswürfen? Achso, deswegen Attributswürfen. Ach, scheiße. Ja, dann. Nope. Moment, ihr habt keine Personenverhalten mehr, ne? Ja, habt ihr nicht. Keine Ahnung, wir müssen ja trotzdem mal angreifen. Dann ist sie einfach weg direkt. Das ist natürlich sehr hilfreich. Das hätte ich mal wissen sollen. Dann hätten die nämlich deutlich weniger Damage machen dürfen. Wir springen über die Giftwolke drüber. Hochhelfen ist eine Aktion, ne? Alternativ sprinten wir und hoffen, dass sie nach und nach die Würfe schafft. Du spottest zu ihr. Zug beenden. Ach, sie hätte fliegen sollen, ne? Wäre, glaube ich, smarter gewesen. Komme ich, glaube ich, weiter. Ich weiß nicht, wie ich da rausholen sollte, selbst wenn die wollen würde. Yes! Und du darfst nicht weiterlaufen. Aua! Böser Spott. Also, auf meine Reaktion reagiert oder was? Okay, sie macht doch neue. Ist natürlich unangenehm. Die auch direkt das machen dürfen. Alter, der Damage. Der Damage ist nicht witzig. Ist sie eigentlich untot? Feenleben. Gelegenheitswachsam. Schwester der sehenden Perle. Ich glaube nicht, dass sie untot ist. Halt mal das mal fest. 25%, das ist so krass. Hohe Verteidigung. Ich habe nichts, was mir wirklich viel bringt gegen die, ne? Knochenkälte. Nope, ist hier nicht das Untot, halten wir das fest, weil das hat nämlich einen Vorteil. Oder andersrum, nee, bei Angriffswürfen im Nachteil. Dass sich das Ziel heilt. Spinnennetz. Schwächestrahl. Wir nutzen mal den Schutz, die Schutzschriftrolle auf mich. So, 50%, das wird. Doch wird's. Okay, dann ist das wieder weg. Das ist halt wo ganz anders. Beenden. Das würde ich jetzt gerne aktivieren. Ich würde aber auch gerne den rücksichtslosen Angriff aktivieren. Ich kann nicht beides aktivieren. Ich kann nicht den Erbe von Avernus senken, das Niederstrecken und rücksichtsloses Angreifen. Oder doch? Bis für den nächsten Zug. Bis für den nächsten Zug bei Angriffswürfen im Vorteil. Ist aber eine Aktion. Deswegen geht das nicht. Wir haben sie half-dead und ich hätte erst meinen Rausch anmachen sollen. Weil der, glaube ich, auch
Kampfrausch. Ja, zusätzliche 2 Schaden machen lässt. Schade. Ja, ich glaube, die schaffe ich nicht. Oh, froh, wenn ich den Kampf überhaupt überlebe. Did the girl die? So very sad. Hier geblieben. Ist doch immer noch da. Oder? Hör auf, den. Ach, geh ich mir auf den Sack. Hä? Ich kriege eine Bewegungsrate. Was ist denn mit ihr jetzt los? Sie lebt noch, aber sie ist nicht wieder aufgestanden. Kann das sein? Also, sie hat die Todesrettungswürfe geschafft. Aber sie ist nicht wieder aufgestanden. Opfere 6 Meter Bewegungsrate und den Zugzeit für den Hiebschaden mit deiner Nahkampfwaffe zu bewirken. Spalten, schwing die Waffe in einem weiten Bogen, um zu drängen, gleichzeitig anzugreifen. Kann ich das einfach auf AOE machen? Kann ich. Das ist cool. Zug beenden. Und dann helfe ich dir jetzt mal hoch. Und hoffe, dass ich dann noch einen Schritt weggehen kann. Zug beenden. Und sie nicht direkt wieder down ist, deswegen brauchst du auf jeden Fall einen Heiltrank. Ist jetzt noch irgendwo eine Aktion? Also die, was man noch für Aktionen hat, ist ein bisschen wenig ersichtlich, muss ich mal so sagen. Aber ich habe wohl keine Aktion mehr. Zuhauen. Fehlschlag. Böser Spott. Ich werde festgehalten. Strahle Übelkeit auf jemanden, der zum Glück noch nicht ganz. Oh Gott, da ist ja noch ein. Das hat zum Glück nicht funktioniert. Du hast keinen. Ja, du hast keinen davon. 30% ist besser als nichts. Der hat nämlich keinen Heiltrank mehr. Wir müssen erstmal den Heiltrank. Du kannst nicht mehr springen, weil das die Free Action war. Aber du hast Person festhalten. Ja, versuch mal. Vielleicht können wir die Person. Wir können die Person befreien. Sehr gut. Das ist doch sehr, sehr gut. Dann können wir hier nämlich mit. Ach, 60% ist halt gar nichts, ne? Am ersten Mal mit ihr nochmal rücksichtslos angreifen. 75%. Let's go. Die macht ordentlich Damage immer wieder. Heiltrank. Ich werde auch einen Heiltrank brauchen. Böser Spott. Hat mich halt in den Nachteil gebracht. Und komm schon, 50%. Okay, jetzt haben wir mal 10 Damage. Wir haben noch 17 vor uns. Let's go. Wait! Oh, wait just a tick! Killing me is a waste of time. I'll find a way to return. Wir haben deinen Sarg gefunden. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this? I have something you want. Aha. Ich nehme euren Kopf und stehe über den Spieß. There's no need for such talk. Doch, finde ich schon. I can give you power. Anything you want. You want to be stronger?
tougher, smarter. Done. Just let me go. We've suffered her trickery long enough. End this. Ich bin auch für Enden. What'll it be, Petal? Ja, halt euer Leben und eure Magie, ich will beides nicht. Gebt mir diese Kräfte. Nein, du stirbst. Have it your way. I'll rip your throat out, yes, you little bollocks. Wir haben es fast geschafft. Böse Spott schon wieder. Oh, die hat mit Klauen gehittet mal. Wieder jemand dead. Noch jemand dead. Zwei Leute dead ist natürlich ein bisschen problematisch. Sind wir ehrlich. Wir haben nur 35% zu hitten. Aber das sind 30%, das ist noch weniger. 55%, yes. Das war gut. Geht erstmal darum, überhaupt zu hitten. Rücksichtsloser Angriff, 70%. Fuck. Prozent, komm schon. Ach, Doppelfuck. Doppel- und Triple-Fuck. Aua. Wird actually noch knapp, ne? Rettungswurf geschafft, heilige Flamme. Schade. Rücksicht oder Angriff. Let's go. Komm schon. Ein HP. Triff bitte. Yes. Yes, yes, yes. Kannst du ihm aufhelfen? Can't give up now. Und ihr, Lazelle, muss auch noch aufgeholfen werden. If not over. Huh. Kurze Rast, bitte. Welcome, Rest. Das war mal ein Ding. Wir haben leider nur dieses Mädel nicht retten können. Das Mädel war nicht zu retten. Ach du Scheiße, was hast du denn alles? 1300 Gold? Wait, what? Drowgift? Schriftrolle unsichtbar, zerbersten, Schriftrolle totstellen. Corellons Gnade. Faustkämpfer natürlich, denn du hältst einen Bonus auf plus 1 für waffenlose Angriffswürfe und Schaden. Wenn der Anwender keine Rüstung trägt, erhält er einen Bonus auf plus 2 auf Rettungswürfe. Angelaufen Talisman machte es den Träger einfache Todesrettungswürfe zu bestehen. Aber jetzt bin ich wohl überladen, das habe ich fast vermutet. Elixier des Blutes, Elixier der Blitzresistenz, die habe ich jetzt gar nicht benutzt, das war nicht ganz so smart, ne? Wieder sehr viel Essen dabei. Glaube ich. Kann ich die zum Lager senden? Sehr gut. Und auch sowas hier ans Lager senden. Das ist einfach viel zu schwer. An Lager senden. An Lager senden. Warum ist... Achso, die Weinkarre, weil die Lagervorräte beinhaltet. Ein Eulenei. Wait. Ein Eulenbärei will ich aber eigentlich nicht verfuttern. Wäre gut, wenn wir das irgendwie anders benutzen. Würde ich behaupten. Das Allsichtige, aber Schutz vor Gut und Böse. Banzo ist ersten Grades. Gell, kann die Magie in diesem Gegenstand. Okay. Mit Toten sprechen. Muss ich, glaube ich, mal hier reingucken. Das allsichtige Auge. Zauberfunker. Moment, habe ich das nicht in der Hand? Achso, doch. Habe ich in der Hand, wenn ich auf das hier wechsle. Okay. Aber das ist eine Einhandwaffe, oder? Kann ich da noch ein Schild mitzunehmen eigentlich? Ist das die ganze Zeit verpeilt? Ich kann ein Schild und das Ding. Ich bin ein Vollidiot. Ich hätte eine höhere Rüstungsklasse haben können. So, bin aber... Und jetzt bin ich nicht mehr überladen. Ich habe das ganze Essen weggeschickt. Angelaufener Talisman. Macht es dem Träger einfacher.
Todesrettungswürfe zu bestehen. Allsichtige Ausschutz, das kannst du, glaube ich, schon. Schutz für Gut und Böse. Geben wir das mal dir. Oder hast du weiteren Skill? Färbemittel Purpur. Wir könnten das. Ach, wir hätten das Lums Kriegs von benutzen können, um die Jungs zu rufen. Dann hätten wir es wahrscheinlich schneller geschafft. Daran habe ich nicht gedacht. Jetzt ist es, wie es ist. Mal sehen, ob wir das nochmal brauchen. Vielleicht wie die Goblins.